So, jetzt machen wir den Schluss kurz von diesen Loops 15, haben wir gleich, ist ganz kurz. Was könnte das Ergebnis sein? Wohlgemerkt, die 200 größten Quantenmechaniker der Welt. Das lässt sich noch schwer prognostizieren. Alles ist denkbar. Halt. Ich muss ganz kurz meine. Was könnte denn das Ergebnis sein? Das lässt sich schwer prognostizieren. Alles ist denkbar. Man könnte herausfinden, dass es den Urknall gar nicht gegeben hat. Ups. Mit all den philosophischen Implikationen, die das hätte. Ha? Oh, danke. Jetzt. Ich lese es nicht nochmal, das kann jetzt derjenige selber lesen. Also gut, es könnte sein, dass es den Urknall gar nicht gegeben hat mit all den philosophischen Implikationen, die das hätte. Es könnte eine Zeit vor dem Urknall gegeben haben und Universen vor unserem Universum. Oder es könnte, wie es die indischen Religionen glauben, einen ewigen Kreislauf geben ohne Anfang und Ende. Und das ist natürlich immer wieder das große Problem, ist die Zeit. Es ist ganz einfach die Zeit, was war zuerst da, das Ei oder die Henne. Da gibt es übrigens auch ein schönes Video von unserem Professor Lesch. Wenn es sein sollte, schauen wir uns mal 5, 6 Anekdoten von seinen Physikvorlesungen noch vor. Und ihr werdet merken, es beginnt mit dem Trugschluss, dass es außerhalb von dir eine Zeit gibt, die von der Vergangenheit in die Zukunft fließt. Wenn wir jetzt Holofeeling machen, um das kurz einzugehen mit dem Ei und der Henne, ich sage einfach, wir schreiben das einmal so, wie man es spricht. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Das ist ungefähr so, wie wenn du fragst, was war zuerst da, der Denker oder das Ausgedachte? Das eine kann es ohne das andere nicht geben. Was war jetzt eigentlich zuerst da, der Wellenberg oder das Wellental? Mach's wieder so. Jetzt gehen wir einfach mal AI ein. Ei. Und das ist ja unser berühmtes Nichts. Das ist die Verneinungsformel schlechthin. Nichts un heißt aber auch wo und Insel. Was jetzt wichtig ist, macht im ersten Moment keinen Sinn, aber es macht schon Sinn, wenn du das Wo nicht so nimmst, wie du es bisher, sondern sagst ein doppelt aufgespannter Augenblick, beziehungsweise verbundene Quelle. Und die Insel ist nicht ein Wellenberg, der auftaucht aus dem Meer in gewissem Maß. Sobald er über den Nullspiegel geht, ist das nicht eine Insel aus Wasser. Aber ist die dann, weil unser Wasser selbst ja nichts ist, was man denken könnte, selber auch nichts? Gehe ich unerwähnt darauf ein, auch in die Selbstgespräche. Das ist unser Ei. Wenn wir das in Rot lesen, ist es ganz einfach. Rot ist es der Schöpfer, Gott. AI. Das ist der Schöpfergott. Was war zuerst da, der Schöpfergott oder die Henne? Und da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ich mache mal zuerst das Neuliegen, die Henne. Eine erwachsene Henne ist ja auch ein H-U-H, das heißt H-W-H. Und der Schöpfergott ist J. J-H-W-H. Das sind die zwei Seiten, die ich immer darstelle, den J und die zwei Wellen. Okay? Und das H-W-H, das heißt einmal, heißt der prinzipiell, das heißt einmal, das Seiende, die Gegenwart, das, was jetzt ist, was war zuerst da? Der Schöpfergott oder die Welle, die jetzt ist, H-W-H, das jetzt ist Huhn, das jetzt auftaucht. Wir können natürlich auch Henne. Und dann hast du HN, die Radix-HN, hast im Langenscheid steht zum Beispiel diese wahrgenommene Existenz. Das heißt, siehe da, siehe steht jetzt hier nur, sieh doch, siehe da. Das Ja blau geschrieben, eine intellektuelle Schöpfung. Also die Antwort steckt immer, die Worte werden selbsterklärend. Und jetzt ein kleiner Absatz hieraus noch. An so maßgeblichen, ihr weiß es mit Sicherheit, an so maßgeblichen Fragen müsste doch weltweit intensiv geforscht werden. Leider ist das nicht so. Aber nicht etwa, weil es kein Interesse gäbe, sondern weil in diesem Forschungsfeld weniger Fördergelder fließen. Die Forschung ist sehr anwendungsorientiert geworden und wenn die Anwendung nicht unmittelbar in Sicht ist, Sie sehen, wie lange es gedauert hat, bis aus der Entdeckung der Quantentheorie der erste Anwendung entstand, ein normalsterblichen nützt ein Computer. Das ist natürlich das Eigenartige, dass du zurzeit in einer Twitter-Welt bist, was Physiker eigentlich gar nicht genau wissen. Also ich sage jetzt immer wieder, wir können ja nicht nur den Leschnamen, ich fahre dir eine Palette von Quantenphysikern vor, muss ich jetzt noch reinschieben. Auch mit dem Lesch, aber mit einem anderen. Und zwar machen wir mal String-Theorie, eine andere Theorie, die sehr umstritten ist.
Wir sind jetzt zwei Physiker, der Lesch und noch mal einer. Wir machen nur ganz kurz, passt da mal genau auf. Also das machen wir jetzt nur unter Protest. Also ich jetzt, ich bin unter, wir, also es ist... Das ist übrigens im Hintergrund so eine Tafel, wo ich euch gerade gesagt habe, ne? Ist übrigens ganz easy mit Holofeeling, garantiere ich euch, wenn ihr diese 22 zeigen könnt, kennt ihr das fließend lesen und ihr wisst wesentlich besser, was die Formen bedeuten, wie hier der Lesch. So, Josef möchte unbedingt über Stringtheorien sprechen. Ja? Ich nicht, aber er meinte dann, ich solle ruhig dabei sein, wenn er überzeugend für Stringtheorien argumentiert. Nein, nein, um Gottes Willen. Ich meine, es sind, also gut, ich will jetzt hier nicht vom Leder ziehen, aber es ist doch interessant, dass eine Theorie, die seit, ich weiß nicht, seit 40 Jahren auf der Welt ist und immer wieder eine Versprechung nach der anderen macht. Im Fußball sagt man, er war ein großes Talent, aber er hat es eben doch nicht gebracht. Und so scheint es mir das Stringtheorie auch zu sein. Große Versprechungen und nichts gehalten, nichts, nicht ein Tor geschossen, nicht mal eine Ecke, nichts, überhaupt nichts. Also diese Theorie ist ja wunderschön, aber im Grunde genommen doch... Wo, also wie heißt es im Englischen so schön, where's the beef? Also wo ist denn jetzt mal irgendwas, wo man sagen kann, String jetzt, ich, also meine These, String-Tanga ja, String-Theorie eher nicht. Ja, viel versprochen, das stimmt wohl. Ja. Also eher so das Verhalten im Wahlkampf. Viel versprochen und nichts gehalten am Ende. Ja, aber man muss die Leute verstehen. Also ich bin wahrlich kein Verfechter der String-Theorie, wie du weißt. Aber... Ja. Mhm. Trotzdem bin ich der Meinung, man muss schon auch seriös, wissenschaftlich seriös mit dieser Hypothese einfach mal... Das ist eines der größten Witzworte, was es überhaupt gibt. Wissenschaftlich seriös. Es ist ein riesen Lügengebilde, das wirklich nur auf des Kaisers neue Kleider aufbaut. Ich muss euch jetzt nicht nochmal des Kaisers neue Kleider, das Märchen erzählen. Aber es ist nichts anderes. Das sind Autoritäten, die irgendwie diese Schneidermeister, und dann kommt es zur ersten Armprobe, er schickt natürlich zuerst einen Minister vor, der sehr, sehr gut ist. Und jetzt ein bisschen zum Anständig. Nur die Stelle, da ist die leere Schneiderpuppe, dieses Gestell, und er geht rein und sieht natürlich nichts. Und jetzt die ersten Schneider machen Pantomime, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, und siehst du das Goldgewölke vorne an sein Herz, haben wir wie eine Sonne einen Diamanten und drumherum lauter Perlen gesteckt. Das sind jetzt diese ganzen Modelle, und weil er nicht blöd sein will, sieht er das dann. Und so baut sich die Geschichte, des Märchen ist bekannt. Euer physikalisches, seriöses Weltbild sind des Kaisers neue Kleider. In dem Moment, wo das Kind ist, das kein Wissen hat, es sieht einfach das, was da ist. Das ist das, was ich euch die ganze Zeit erzähle. Aber jetzt haben wir es gleich beschäftigt. Und also was wollen die Leute überhaupt? Soweit kann ich nämlich noch gut mitgehen. Es stört sie, dass wir punktförmige Überlegungen haben in unserer Theorie. Also das ist das Erste, die Stringtheorie kommt... Und wir machen jetzt immer wieder, Physik hat panische Angst vor nichts, vor Singularitäten und Unendlichkeiten. Wir machen ganz kurz Wikipedia. Und jetzt für euch, das sind gewisse Zahlen für Insider. Die Stringtheorie baut auf 26 Dimensionen auf. 26 ist JHWH. Und auf 10 Superstring-Theorien. Okay? Was ist dieses Super? Da schreit euch ja so ein berühmtes Kürzel eigentlich schon an. Das Ganze, man spricht hier in der Stringtheorie von einer Streumatrix. Okay? Aber jetzt ganz interessant sind diese Superstrings. Jetzt hoffe ich einmal, da müsste ich doch einen Link irgendwo haben. Das Spin, Spin, Spin. Und jetzt kommen wir zur Supersymmetrie. Ich mache es einmal so. Diese Supersymmetrie, die nennt man in der Fachsprache Jesus. Jetzt muss man nicht wissen, die hast zu sie, aber lest es einmal, wir lesen doch aus dem Jenseits kommen von rechts nach links. Das ist überall die Duftmarken. Jetzt ist der normale Mensch und jetzt kommt hier unten die einer Susi-Transformation ineinander umwandeln. Das mache ich mir. Wir werden jetzt super Partner, weil ich nämlich du bin und du bist ich. Spaßig, ne? Habe ich wieder gescheit Glück gehabt, dass das passt. Und jetzt fangen wir mit den Wundern an. Jetzt legen wir zuerst einmal langsam richtig los. Wir holen uns diese jüdische Seite, und zwar in der jüdischen Seite. Glaubt mir, ich, kleiner Franke, habe ja mit einer jüdischen Seite nichts zu tun. Wenn wir jetzt wieder meinen, da außen sind Juden,
Und ich lasse jetzt in euch was auftauchen. Ich habe das Programm geschrieben. Ich bin der Architekt. Und jetzt schauen wir mal 10 Punkte kurz an. Wir gehen nicht in Details. Es ist sehr einfach geschrieben. Hört einfach zu. Ich lese es vor. Wobei ich eingestehe, ich bin ein miserabler Vorleser. Ich kann frei reden in meiner Art und Weise, aber ich, Katz, hier muss ich mich sehr bemühen. Man kann nicht alles haben als Mensch, okay? Das heißt, das Erste ist, was sind die hohen Feiertage? Und da haben wir zuerst einmal immer wieder, wenn wir die sogenannten ESG-Matria-Werte machen, das ist Holofeeling. Okay? Das ist, das Hohe ist HWH. Ist ja, wir können jetzt, immer wenn du Geist hast, drehst du das und das ist, wie war das ganz am Anfang mit der kleinen Dreh und vertausche die Buchstaben? Das steht in Sefer Yetzirah. Spiel damit, verändert die Farbe in Rot und Blau. Und sofort wird ein ganz anderes Bild aus derselben Radix in dir generiert. Hast du kurz gefragt, wie macht man, wie funktioniert das dann? Das geht aber nicht, wenn du jetzt das meinst, dass du deine Welt veränderst. Was ich dir erkläre, meine göttliche Schöpfung ist göttlich perfekt. Das, was du zurzeit zu sehen bekommst davon, ist eine winzige, hineinfokussierte Perspektive von dem Heiligen Ganzen. Und mit dem Mittel, wenn du verstehst, wie es geht, wirst du immer mehr in dieses Chat-Denken kommen, wo ich was ausspreche und da sitzen eine und nicken und die anderen haben die Fragezeichen auf den Augen. Die haben das Chat schon drin und der andere muss sich das da arbeiten. Also gut, erster Punkt ist im Landeanflug. Nehmen wir an, das letzte Jahr, und immer dran denken, das Jahr ist Shin und He im Hebräischen und das heißt auch schlafen und wiederholen. Habe ich tausende Male wiederholt, das ist einmal der Schlaf, das Schlafen, ändern, anders werden, sich anderen, degenerieren, erstellen, lernen, nochmal tun, verändern, verschieden, wechseln, wiederholen. Und wir können jetzt immer, du musst das nicht wissen, was das auf Hebräisch heißt, was du wissen musst, ist Rot und Blau. Und da ist jetzt praktisch hier der Logos, das Sein, Quintessenz und Sein, Rot geschrieben ist dieses geistige Quintessenz, die man nicht denken kann und Blau ist eine spezielle Logik, und ist die Existenz einer Wahrnehmung. Jede Logik erzeugt eine existierende Wahrnehmung. Das passiert in deinem Schlaf mit deiner Logik. Also gut, das Jahr wäre, das heißt auch, das letzte Jahr heißt auch das letzte Schlaf, wenn wir das Wort Jahr als hebräisches Wort hinschreiben. Verstanden? Wäre eine Raumfahrtmission gewesen, du fährst jetzt in den Raum, den du dir ausdenkst, sie sind gestartet, im Weltall herumgedüst, manchmal haben sie sich verflogen, sie hatten bestimmt eine Menge Spaß auf ihrer Reise gehabt, aber sie haben auch etwas verloren, nämlich ihre Zeit. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, zurück nach Hause zu kommen. Zu Hause können sie sich von der Reise erholen, Kräfte sammeln, ihr Raumschiff auftanken und erneut mit neuen Vorsätzen starten. Wo ist ihr Zuhause? Ihr Zuhause sind sie selber. Ihr innerstes Selbst, das Unbesiegbare, ihr ursprünglicher Kern, nie Verletzbare, im Meer Intakte. Diese Intakte ist eigentlich das Universum. Das ist im Meer taucht was auf, verschwindet. Tak, 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 Augenblick für Augenblick. Das immer Intakte. Die Dora ist der Weg, um diesen Platz zu gelangen und um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Was sind die hohen Feiertage? Die hohen Feiertage ist eine Periode von speziellen Tagen im Beginn des neuen jüdischen Jahres am Scheitelpunkt zwischen Sommer und Herbst. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Was jetzt wichtig ist, jetzt kommt der nächste Punkt, das geht hier weiter mit dem zweiten Elul, 5705, das war gestern. Heute ist der dritte. Kommen wir zum dritten, kommen wir gleich. Das heißt, wieder Verbindung aufnehmen. Wir können uns jetzt das Wort Elul anschauen, was das heißt. Ganz kurz, das schreibt sich Alul, und da steht jetzt hier nur der 12. Monat im jüdischen Jahr, Ruf, Elul, 12. Monat ist August, September, heute ist der dritte. Aber interessant ist, dass Aleph, den Schöpfer, mach mal weg. Und das Handy-Menschen, die wissen, das kann man auch LOL aussprechen. Okay? Das ist der Hühnerstall, das Laufgitter, das Laufstellchen, ein Wirbel, eine Spirale. Jetzt ist beim Hühn, schreite ich schon wieder unser HBH an. Das ist Ner. Ner heißt ein Jüngling. Das heißt hier, deine Gegenwart ist ein Jüngling, ein junger Bursche, der sich in seinen eigenen Stall seines Wissens einsperrt. Jedes Wort, wenn ich jetzt genauer erkläre, brauchen wir eine halbe Stunde mindestens.
Und ihr werdet es nachvollziehen können, wenn du Holofilling hast. Dann drehe ich das bloß. Aber jetzt kommen wir hier die Wiederverbindung. Sie setzen zur Landung an. Die Heimatbasis sendet ein klares, starkes Signal. Es ist Elul, der letzte Monat des jüdischen Jahres. Und um das Signal zu verstärken, blasen wir jeden Morgen den Schafar. Mit Schlichot erreicht den Monat seinen Höhepunkt. Wir versammeln uns früh morgens, um besonders noch innigere Gebete zu sprechen. Sie müssen zu diesem Signal einen Kontakt herstellen. Wie hier sind einige Vorschläge. Schließen Sie sich einer Dora-Gruppe an. Das lasse ich jetzt einmal, das machen wir dann, wenn ich dann anfange, in den Lennach reinzugehen. Wobei ich dann nur Wunder euch zeige. Bleiben wir beim dritten Punkt. Jetzt komme ich ins Spiel. Der Wiedereintritt. Sie befinden sich in der Einflugsteise, empfangen das Signal. Die Heimatbasis möchte, dass Sie sich identifizieren. Es ist Rosh Hashanah. Das ist Hashanah, ist Shin und He. Das ist eigentlich Shin und He geschrieben. Das heißt entweder der Schlaf oder das Jahr. Und Rosh ist der Kopf, das heißt der Kopf des Jahres, aber heißt auch der Kopf, in dem geschlafen wird. Weil Jahr heißt ja das Wiederholen. Der richtige Tag, um zu sagen, ich bin ein Jude, ich gehöre zu diesem Volk, ich will mich mit ihm verbinden. Jetzt nochmal, ich rede hier nicht von den blauen Juden, die du dir ausdenkst, das sind Figuren, das ist nicht unsere Familie, das ist eigentlich ein Ivri. Und nochmal, der Ivri ist zum Blau geschrieben, der Gesetzesverletzer. Keiner bricht die Tora mehr wie die Juden, die du dir ausdenkst. Können sich das nicht raussuchen, dass mir die jetzt so ausdenken? Ich betone das nicht, dass ich eine Schuldzuweisung mache. Es sind Figuren in einem Traum, es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Hier ist dieser, der aus dem Jenseits kommende gemeint. Das heißt, ich bin ein Jude, ich komme aus dem Jenseits dieser Welt. Ich komme aus einer anderen Welt. Wie war das? Wir denken uns jetzt die Marion aus, die Marion kommt aus dem Jenseits, von ihrer Welt aus, weil sie nicht nach oben gescheit schauen kann, ich sehe das Jenseits. Und sobald die Marion einschläft und sich in ihren Kopf als Figur erlebt, kommt dieser in ihren Kopf auftauchende Marion, kommt aus ihr selbst. Gut? Also ich bin einer aus dem Jenseits kommenden, ich könnte sagen ein Geistwesen, ein Gotteskind, ein Adam. Ich gehöre zu diesem Fall, ich will mich mit ihm wieder verbinden. Das ist, dass dieser Geistesfunken jetzt plötzlich merkt, eigentlich sind wir alle ein und dasselbe Licht, wir sind derselbe Geist, wir sind dasselbe Bücherregal. Ich lese halt zurzeit intensiv bloß in den einen Buch. Sobald das erledigt ist, können Sie einen Schritt weitergehen, mehr Pflichten übernehmen, mehr lernen, sich in bessere Form bringen. Nochmal, deine Form, dein Körper ist deine Information. So wie bei einem Menschengeist, ich sage mal, du bist dein ganzes Leben derselbe Mensch, derselbe Leser, aber während des Lesens verwandelt sich laufend deine Form, dein Körper. Aber prinzipiell deine ganze Umwelt, weil wenn du ein Achtjähriger auf Seite 8 bist, dann lebst du in der Welt eines Achtjährigen, mit dem Wissen eines Achtjährigen, hast die Wünsche eines Achtjährigen und wirst auch die Probleme eines Achtjährigen haben. Und wenn du in den Spiegel schaust, wird dein Programm insgesamt, du denkst ja nicht den im Spiegel aus, sondern auch dem, der vor dem Spiegel steht, der du zu sein glaubst, wirst du einen Achtjährigen sehen, der genauso aussieht wie dein Programm. Wie war das? Schließ einmal deine Augen. Klatsch, je nach Programm ist ein anderer Körper da. Dir das vorschreibt. Wenn du ein 20-Jähriger bist, lebst du in der Welt eines 20-Jährigen, hast die Wünsche eines 20-Jährigen und so weiter und so weiter. Ist übrigens in einem der Selbstgespräche, es geht dann noch einen Schritt weiter. Wenn du ein Chinese bist, dann glaubst du bla bla bla. Also gut, du kannst dich jetzt in eine bessere Form bringen. Das sind deine Informationen. Ich habe dir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass du deine Informationen ein bisschen geistreicher ausgestaltest, harmonischer. Aber alles beginnt mit der Frage, wer sind sie? Shofar, das ist Widerhorn. Ich will jetzt diese Wörter gar nicht hebräisch drauf eingehen. Rosh Hashanah wird auch der Geburtstag des Universums genannt. Das Uni ist das eine, rot geschrieben, verbunden sein der Gott und Versum ist dieses Buff, Buff, Buff. Wenn du bei dem Wort Universum an 200 Milliarden Sterne denkst, die sich hier irgendwo in einer Galaxie, in einer Gal-Axis, die Welle, Gal, schon wieder Gal, oder der Geist Gottes, wie du das sind nur Perspektiven. Wenn du bei einem Wort nur eine einzige Version dir ausdenkst, dann heiligst du das Wort, du brichst das dritte Gebot. Wenn du das bewusst machst, dass ich jetzt ganz bewusst an Wetter denke, indem ich an Regen denke, aber ich weiß, dass der Regen nur eine Facette von dem Wetter ist, dann heilige ich ja das Wort nicht, weil ich jetzt gezielt weiß, dass es nur eine Facette ist. Gut? Und das ist jetzt bei dir, behaupte ich jetzt einmal, das Wort Universum war immer irgendwie die Welt da außen, wo irgendwelche Kugeln sich um irgendwelche Kugeln rumdrehen.
was man auch Kosmos nennt, was eigentlich wirklich im Griechischen nur Ordnung heißt. Es ist der Tag, an dem der große Programmierer, ich habe doch gesagt, ich komme jetzt ins Spiel, aller Dinge sich überlegt, ob die Welt es wert ist, gespielt zu werden und dann die Software neu startet. Ich biete euch jetzt an, dass wir aus der Matrix rausgehen. Wird immer jetzt passieren, ist auf die Freiheit. Du wirst nicht rauskommen, wenn du raus willst. Wenn du was nicht haben willst, wirst du das so lange anschauen, bis du das liebst. Die Liebe, von der ich rede, das ist die rote Liebe, die ist allumfassend. Man kann das auch die kalte Liebe sagen. Das ist zum Beispiel die Liebe, die du als normaler, weltoffener Mensch gedanklich, wenn du dir jetzt die Tierwelt ausdenkst, ich habe das so oft gesagt, das sind gefährliche Stinger, du kannst sagen, der ist hässlich, aber du wirst irgendwie auf eine eigenartige Form alle Kreaturen lieben, weil du ganz klipp und klar sagst, die können sich das nicht raussuchen, dass sie so sind, wie sie von Gott geschaffen werden. Bis auf die hätten nicht unbedingt sein müssen. Es müssen ja die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, auch das sein. Spaß. Rosh Hashanah heißt wörtlich der Kopf des Jahres. Das ist jetzt, du merkst, Ha Shin Nun He ist aber auch der Kopf, der schläft. So wie der Kopf alle Scheide für die restlichen Körper enthält, ist Rosh Hashanah die Zeit, in der jeder Tag des Jahres ins Programm aufgenommen wird. Das ist eine entscheidende Phase und wir müssen jeden Augenblick mit guten Gedanken, Worten und Tagen füllen. Wann genau erfolgt der Neustart? Sie haben es erraten, beim ersten Blasen des Schafar. Jetzt ist natürlich, den können wir uns wieder hebräisch anschauen, aber da will ich nicht so weit reingehen. Rosh Hashanah ist eine einzigartige Mitzwa. Mitzwa ist ein Gebot. Das kommt von Zwaf, die Radix Zwaf heißt Befehl oder. Das ist eine Mitzwa, das kommt also von den Geboten. Wir springen weiter, jetzt kommt der vierte Punkt. Nur ganz kurz schauen wir uns die an. Das sind jetzt die sogenannten 10 Tage, das heißt die Rückkehr. Jetzt wissen Sie, wer Sie sind. Ich hoffe es zumindest. Ich habe mich sehr, sehr bemüht, dir zu erklären, wer du bist und wie du funktionierst. Und es ist Zeit für die Landung. Darum werden die 10 Tage von Rosh Hashanah bis Yom Kippur 10 Tage der Teshuva genannt. Da ist also die Radix, das Shin B, das Shin Waf. Weil das B ja auch, denk an 2B ist ja V, Waf und B. Teshuva wird oft falsch mit Buße übersetzt, das heißt eigentlich Rückkehr. Das würde bedeuten, dass wir böse waren und jetzt gut werden. Da steht es ja. Teshuva heißt einfach Rückkehr. Wir waren in unserem Kern im Meer, im Kern im Meer. Das, was du in deinem tiefsten Innern bist, bist du ich. Und das, umso mehr du nach außen dir was ausdenkst, das hast du also hier, der Körper, den du hast, also jetzt hast du mal der Mensch, den du hast, der ist schon nicht mehr ich, ich denke mich. Und der denkt sich, die Maruschka-Puppen, und der denkt sich dann ein Zimmer rum, und um das Zimmer denkt er sich einen Weltraum rum. Den WL, jetzt ist interessant, dass der Weltraum, ich teile das nur anders aus. Wir haben ja gesagt, das W ist das doppelt aufgespannte. Und L heißt hochheben. Hoch hinauf und heißt Joch. Die Höhe hoch, schau mal, was da oben ist. Ein doppelt aufgespanntes Joch. Das ist WL und das ist dein Traum, weil das nämlich deine Gedankenwellen sind. Ich teile nur das Wort WL, Traum. Du sagst Weltraum und ich sage WL, Traum. Also gut im Meer sind wir gut, jetzt kommt das rot geschriebene Gut. Gut ist die Synthese und die besteht aus Gut und Schlecht. So wie der Tag, der Alltag, aus Tag und Nacht besteht, die gleichzeitig da sind. Das ist immer, du darfst nicht diese Hälfte Tag, die helle Hälfte verwechseln mit den heiligen Ganzen. Und das Wach, das wirkliche Wachsein erfordert, dass du schläfst und wach bist gleichzeitig. Weil du als Geist, wenn wir jetzt wach definieren, dass du irgendwas erlebst. Du kannst nicht schlafen, wenn du nichts erlebst. Dieses Gefühl, was zu erfahren, ist das Gefühl, dass du wach bist. Darum fühlst du dich ja auch in einem Traum vollkommen wach, bis du dann wach wirst und erkennst, mein Gott, ich habe die Scheiße bloß geträumt. Gott sei Dank, ich mache immer gerne in Almena den Joke, wo ich vorne gesessen bin, bei der Gerlinde, wo dann eine ältere Frau drin sitzt, sagt, und es stimmt, wo ich sage, du wirst wach.
Und dann merkst du, das war ja nur geträumt. Heute Nacht war ein hübscher Mann bei mir, sagt sie, ich habe noch den Geruch von so einem Rasierwasser in der Nase gehabt, wie ich wach geworden bin. Und bups, war er weg. Wenn auch einige Verhaltensweisen falsch gewesen sein mögen, nun brauchen wir nur noch unseren wahren Platz und unser wahres Selbst wieder zu entdecken und dorthin zurückzukehren. Was natürlich ein wenig vage ist, weil das, was du schon bist, kannst du nicht werden oder sein. Das ist ja das Problem. Du suchst nach etwas, was du eigentlich, das ist die Schwierigkeit, was du gar nicht denken kannst. Du bist es schon. Und eins meiner einfachsten Beispiele, das dir einleuchten sollte, ist, die Suche nach dem eigenen Glück bezieht sich immer auf die Zukunft. Gesteh dir das ein, schau einfach in dich rein, ob das so ist. Als normaler Mensch hoffst du, dass es in der Zukunft irgendwie besser wird, interessanter wird, dass du gesund wirst, glücklicher wirst. Und ich sage jetzt die absolute Glückseligkeit, was du im ewigen Hier und Jetzt erlebst. Das heißt, du versuchst in der Zukunft diesen Zustand zu erreichen, den ich jetzt nicht entweder absolute Glückseligkeit oder ewig wogendes Hier und Jetzt nenne. Und du merkst gar nicht, dass du in der Zukunft niemals das Hier und Jetzt erreichen wirst, das ist schon. Aber in dem Wahn, weil du glaubst, dass das erst noch kommt, versaust du dir diese Glückseligkeit, weil du dich selber unzufrieden machst. Weil du meinst, es wird noch besser. Schauen wir mal, ob es noch besser werden kann. Das können wir eigentlich schon hier stehen lassen. Dann machen wir den nächsten Punkt. Jetzt kommen wir zum Yom Kippur. Nach der Rückkehr kommt die Reparatur. Ihr Raumschiff, wir haben wieder das Ani, das Raum-Ani, dein Raum-Ich ist gelandet und steht im Hangar, um überholt zu werden. Aber wie repariert man eine Seele? Schrauben sie ihr Nutzen nichts. Das wird brauchen ist Leim. Es ist ähnlich wie beim Reparieren einer Beziehung. Sie brauchen ein Band, das so stark ist, dass alle Fehler unwichtig werden und jeder Partner das Beste für den anderen will. Darum heißt Yom Kippur Versöhnungstag. Pur ist das Los. Schicksal, Los. An diesem Tag sind wir eins mit unserer göttlichen Quelle. Jetzt kommt die Sukka, das ist die Probe, das ist das Laubhüttenfest. Lukas Sukka ist, diese stellen jetzt, nun funkelt ihr Raumschiff wieder und ist bereit für einen Start, damit auch die Verbindung während der kommenden Odyssee nicht abreißt, ist es am besten, die einzelnen Schritte zunächst einmal zu proben. Das tun wir in der Sukka, einer allumfassenden Mikrowelt, in der alles, was wir tun, eine Mitzwa ist. Wenn Sie essen, erfüllen Sie eine Mitzwa. Wenn Sie reden, erfüllen Sie eine Mitzwa. Wenn Sie einfach nur da sitzen, sind Sie von Kopf bis Fuß mit dem Spirituellen verbunden. Nachdem Sie diese meditative Umwelt verlassen haben, behandelt Sie die große Welt genau gleich. Die große Welt genau gleich, denn Sie werden spüren, dass alles, was Sie tun, mit einem Unendlichen verbindet. Genau davon handelt die Dora. Das heißt, alles, was du tust, ist mit einem Unendlichen verbunden, was du letztendlich selbst bist. Da kommen dann hier in der modernen Esoterik die morphogenetischen Felder und lauter das Zeug. Das würdest du gar nicht denken, wenn du begreifst, dass da ein verbindendes Ganzes ist, das du letztendlich selbst bist. Und was ganz erschreckend ist, erschütternd ist, wenn du merkst, das ist jetzt keine Frage des Glaubens, das ist das, was ist, ich bin immer. Mach dir bewusst, dass du, Geist, der du mich jetzt hörst, du bist der Einzige, der immer ist, nicht irgendeiner, den du dir jetzt ausdenkst. Und dass du irgendwann einmal erkennst, dass du schon immer warst, weil du ich bist. Die Hölle beginnt in dem Moment, wenn du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Den Preis, den du zu bezahlen hast, ist dein momentaner Glaube. Das ist das Einzige, was ich von dir zurückverlange. Mein schönes Beispiel mit dem Haus, mit dem Buchstaben H. Habe ich so oft erzählt, Kinder, wer kennt das nicht? Hand hoch. Ein einziger. Sie erzählst du. Gut. Jetzt machen wir nochmal einen Punkt. Jetzt kommt die Wiedervereinigung. Jeder Mensch entdeckt einen kleinen Winkel der Gallaxis. Erinnert euch, was ich euch von den Kristallkegeln im Zentrum gesagt habe? Es gibt nur den und wenn der um sich rumschaut, sieht er Sachen, die da außen gar nicht sind. Wenn du nur der Spiegel bist, du siehst Sachen, die gibt es da außen gar nicht. Das vergisst du, dass das eigentlich nur Reflexionen von dir sind aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn du dich jetzt mit einem da ausgedachten Ich verwechselst, dann bist du plötzlich da in dem Ich und das schaut wieder um sich und es sieht wieder was.
ich sage jetzt, und das, man muss sehr, sehr viel fantasieren, aber es wird arithmetisch, kannst du das super darstellen, okay? Das ist jetzt, jeder Mensch entdeckt einen kleinen Winkel, eine kleine Ecke, ein Winkel ist eine Ecke, ich strecke eine Ecke. Denk an unser Fragebogen. Wenn das Fragebogen ist, das ist jetzt das Gesichtsfeld, das du vor dir hast. Müssten wir jetzt ins Farbenspiel reingehen und dann machen wir ein bisschen Physik und dann wirst du merken, wie sich das aufbaut. Gott sei Dank müsst ihr das nicht wissen. Ich habe doch die Arschlochkarte. Aber gleichsam bestaunen wir die Wunder des ganzen Universums. Schließen sie sich also durch die Alba Minor, die vier Arten mit anderen zusammen. Das ist jetzt, das lasse ich einmal stehen, weil ich immer wieder sage, der einzige Weg, den musst du allein gehen. Darum mache ich ja jetzt wieder bewusst raumzeitlich. In dieser Größenordnung, die 50 Brösel, wo jetzt da sitzen, das ist bestimmt seit 10 oder 15 Jahren das erste Mal wieder, dass ich mich vor 50 Mann hinsetze. Normalerweise heitertes, gelassenes Zusammensein, maximal 4-5, wenn wir zusammensitzen, außer jetzt unser Rauschenberg-Sachen einmal im Jahr, aber da haben wir ja auch mehr Spaß. Wir essen und trinken, haben Spaß und quatschen so ein wenig drumherum. Also du merkst, es geht hier überhaupt nicht eine Sekte, eine Gruppe, altes Geschwätz, wo eine sagen, ich sage, dreh doch dann, versuch doch einfach mal einzutreten. Versuch's doch, dass du reinkommst in unseren geheimen Zirkel. Okay, und jetzt, wenn wir auch abschließen, 9. Punkt, 10. Punkt, noch kurz reinschauen nach der Wiedervereinigung. Jubel und Aufdanken, was bewegt einen Juden, einen aus dem Jenseits kommenden dazu, die ganze Welt zu trotzen und anders zu sein, koste es, was es wolle? Nein, Schuldgefühle sind es nicht. Der Baal Shem Tov 1 nannte eine viel bessere Treibstoff die Macht der Freude. Ich sage immer wieder, der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit dem Leid spielen. Du musst die Fähigkeit bekommen, über alles und jeden zu lachen, aber ohne dich über was lustig zu machen. Dieses freudige Lachen, zu sehen, wenn ein Kind wächst, egal was, weil du wirst merken, du fühlst dich besser, wenn du lachst und du hast die Freiheit, über das, wo du dich aufregst, auch zu lachen. Natürlich wirst du beim normal programmierten Menschen dann wieder als verrückt angesehen, der spinnt doch. Aber das ist ein klares Zeichen für das geistige Wachstum. Die Raube muss zum Spinnen anfangen. Gut. Und jetzt. Jetzt hat er's. Jubeln, aufdanken. Jetzt kommt das Recycling. Gehen Sie nun in den Kontrollraum zur Lagebesprechung, um Ihre Anweisungen entgegenzunehmen. Jetzt werden Sie zur Dora gerufen. Das machen wir jetzt gleich im Anschluss. Die Dora beginnt mit dem Wort im Anfang, um das daran zu erinnern, dass alles dieses im Anfang heißt, inmitten dieses Kopfes. B, Rosh, im Kopf. Wir können auch Bara, das B, Bara, Shit, B, Rosh, Shit. Das ist meine Shite, hast du geschenkte Erscheinung. Scheiße. Exkremente, das herausgetreten, es tritt aus dir heraus, ohne dich verlassen zu können. Im Kopf ist Shit, B, Roshit. Merkst du jetzt Vordersprache, Deutsch, Hebräisch, wenn man das merkt, dass das so tief geht, da kann man noch um einiges mehr reinmachen. Jedes einzelne Wort ist selbst erklären mit der Vordersprache, die man sehr leicht lernen kann. Du kannst dann übrigens auch Chinesisch, alles Mögliche, die zeigen jetzt nicht, die müssen wir anders machen, da haben wir kurz in einem Update einmal, das wollte ich heute auch bringen, aber ich habe gerade festgestellt, dass dort jemand ein schönes Chinesisch zeige, aber das wird eh zu weit führen jetzt. Bisschen Sanskrit hätte ich auch noch gern mit euch gemacht, aber da müssen wir dann, ihr habt ja mit 22 Zeichen oder 27 so viel zu tun, da müssen wir mit 49 rumjonglieren. Hochinteressant. Alles ist interessant, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Jetzt werden sie zur Dora gerufen. Die Dora beginnt mit den Worten im Anfang, um uns daran zu erinnern, dass alles, was wir da draußen sehen, aus einer einzigen Quelle stammt, die wir Gott nennen. Fragen? Epilog, Raketenstadt, Tischrei, ist ein langes, hoch, großartiges Hoch, aber es ist nur eine Vorbereitung Ihrer Mission, beginnt jetzt, wenn Sie in den beruflichen Alltag starten. Ich habe immer gesagt, Theorie und Praxis. Jetzt musst du zeigen, ob du das leben kannst. Dass du in der Lage bist, dass du die Quelle bist, für jedes Lächeln, das du einem anderen ins Gesicht zauberst, kriegst du einen Pluspunkt. Und für jedes Ankotzen kriegst du einen Minuspunkt. Und du wirst jetzt feststellen, dass der andere ja eine Facette von dir ist. Meine schöne Sache, die Welt Spiegelbild. Mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt zurzeit so schlecht ist. Ich sage, du Depp, die Welt ist so schlecht, weil du so schlecht bist. Begreife,
Wenn du ich werden willst, musst du zuerst einmal sagen, ich nehme alle Schuld auf mich. Du musst das primitive Bewusstsein eines Einfallspinsels, eines Kugelschreibers bekommen, der niemals irgendeinem Wort, das er schreibt, vorwirft, dass es falsch geschrieben ist. Der niemals irgendeiner Figur in seinem Traum, die er sich ausdenkt, vorwirft, dass es so ist, wie er sie ausdenkt. Darum sage ich noch, wenn ihr meint, dass ich wetter gegen korrupte Politiker oder irgendwelche geistlose Kreaturen, die erschaffe ich, gegen mir die ganz bewusst aus. Du magst nichts anderes. Ich rede jetzt hier von Brösel zu Brösel. Bloß, dass du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Das ist dir nicht bewusst. Dass egal, wen du dir denkst, denk an unser Schneewittchen. Deine ist ein langweiliges kleines Mädchen, ich habe eine geile Schlampe. Ja, wenn ich es doch machen kann. Das ist die Kunst, das ist der Humor. Leute, das ist doch Freude, man fühlt sich doch ganz anders. So, und jetzt werden wir mal richtig ernst, jetzt gehen wir mal wirklich in den Dennach, in die Dora. Und zwar, einen Moment, ein bisschen aufräumen. Blau-Rot achten. Es ist also so, ich will jetzt nicht Wörter aufhängen, weil hier bei der Wiedergabe, man kann das zwar einigermaßen lesen. Was ich jetzt euch zeige, ich will mal das Thema Bibelcode ansprechen. Manche von euch haben sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, andere haben sich weniger damit beschäftigt. Jetzt schauen wir mal, ob ich da ein bisschen bloß, dass ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Ja? Gut, wir schauen uns mal ein bisschen Beschäftigung. Dann machen wir die Wikipedia auf. Lust, dass da mal ein bisschen geführt. Ich will da ganz wenig dazu sagen. Ach, ja, die kommen letztens eh nicht. Ihr kennt zumindest vom Hörensagen jeder schon mal dieses Art Umsetzen. Und da ist natürlich Befürworter, absolute Gegner, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Und ich sage zuerst einmal, alles, was ihr von außen kriegt, von weltlichen Schwätzern, die haben eh nichts verstanden. Ist ja Zufall, kein Zufall. Macht euch eure eigene Meinung. Ich behaupte, da gibt es einen, der hat ganz gezielt diese Dora wie ein Computer, wie ein Programmierer, der sich hinsetzt, da hat sich einer ganz dick was gedacht. Und wenn du jetzt einmal die Dora analysierst, es gibt nichts Primitiveres wie ein Geist, der alles, was er sich nicht erklären kann, das ist falsch oder das ist Zufall. Das Gesetz der großen Zahl zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Holo-Arithmetik reingehen, ich schiebe mal hier, ganz kurz vor, wo mache ich das am schnellsten? Da habe ich jetzt mit reingeschaut. Das ist jetzt, kann ich sagen, ja, das hat ja die Diana geschrieben, ganz neu. Ja, ich habe es diktiert. Das ist, wenn man mit mir kann man Kontakt aufnehmen, ohne dass der Udo da ist, weil ich letztendlich ja nicht der Udo bin, den du dir jetzt ausdenkst. Das ist natürlich, wenn man sich hier damit beschäftigt, das schockt zuerst einmal, obwohl vorne steht, dass also jeder hier, jedes Kind eigentlich das nachvollziehen kann. Das ist liebevoll aufgebaut. Das Einzige, du musst anfangen, schlichtweg und einfach Geduld zu haben. Meine Inge sagt immer, wenn die sitzt, die keine Intellektuelle ist, die hat früher auch gesagt, ich verstehe es nicht, und die sagt, Udo, ich brauche mal für so einen Absatz. Da sitze ich und dann mache ich die Augen auf und da ist 4 Stunden später. Die beamen mich in eine komplett andere Welt. Und das ist, wenn du dich darauf einlässt, das ist also die Kodierungen. Und da wird es natürlich jetzt interessant mit den Zahlen werden. Immer Zufall, ist alles Zufall. Wie das synchron läuft, aber was ich euch jetzt zeigen wollte, zum Beispiel, wir machen mal Polarität, weil wir gerade an der Stelle sind. Das Wort Eva, das ist jetzt also hier Antichrist 8,8. Und das Wort Eva hat den Zahlenwert 81. Der Adam hat den Zahlenwert 7x44,
kann ja irgendwie mit plus minus zusammen ist 37. Heiß und kalt gibt 37. Du minus ich gibt 37. Salz minus Pfeffer gibt 37. Teilchen minus Welle gibt 37. Gott und der Teufel, Französisch, gibt 37. Hass, abgezogen von der Liebe, ist 74. Der Teufel und Gott ist 74. Strafe und Lohn, ihr seht es selber. Das ist, wie man die Zahlenwerte rechnet, ist mit beschrieben. Und da ist eine Harmonie auf der Zahlenebene im Hintergrund, aber das wollte ich euch nicht zeigen, sondern wir wollen jetzt ganz kurz einmal... Das ist nicht hebräische Gematria. Das ist die deutschen Buchstaben umgesetzt in dem Alif-Wert. A ist 1, B ist 2, C ist 3. Das andere Alphabet durchgezählt. Erinner dich. Okay? Die Ludolfsche Zahl, das ist der klassische Begriff für die Kreiszahl Pi. Schon sieht interessant aus, einfach mal so anschauen, auf sich wirken lassen. Diese Kreiszahl Pi, es gibt nicht nur ein Pi, wie die Physiker meinen. Das heißt, ich mache jetzt verschiedene Sachen, das normale, normierte Pi, verwendete Pi, ich nenne es hier das Wirbel, Tiermatrix Pi. Wir in Gott sind in einer Tiermatrix, und das ist das Wissen deines Intellekts, das ist Pi blau gestrichen. Könnt ihr ungefähr folgen? Das ist also das hier. Lies und das setze ich jetzt um, verdeutscht, das will ich euch gar nicht zeigen, sondern ich will auf was anderes hinaus, wir gehen doch mal ein bisschen noch durch. Das ist jetzt übrigens, wo die Kreiszahl Pi genau in der Bibel beschrieben wird, wenn man es richtig übersetzt. Jetzt haben wir die Kreiszahl Pi, wo sich die in der Kreiszahl versteht, 3, 3, 3. Das ist übrigens auch so, wenn du jetzt das Max der Wert 100, einige hier, einige Werte mit 106, 106 affin aufgespannt, Bedeckung, Außensicht, Spannweise, Befleckung, Durcheinander, Unordnung, Verunreinigung in der Außenseite, Blutmangel, Anhängsel, angeklebt, anhängen, Glauben, Blinde, Blindenanstalt, Blindenschule, horizontal, waagrecht, beschreiben, bezeichnen, zeichnen, Außenposten, deutlich erkennbar, optisch, Tempo, Annehmer, Psyche, blauer Geist, Hochstapler, Betrüger, Sortierung, Klassifizierung, Einordnung. Merkst du, das ist ein gewisser Charakter? Und all diese Worte im Hebräisch geschrieben haben alle den Zahlenwert 106. Und das heißt hier, können wir vielfältig ein Affin aufgespannt, zum Beispiel, wenn ich 106 lese, wenn ich 106 lese, ist es intellektuell aufgespannt. Jetzt schaut ihr, was für Wörter rauskommen. Der Zahlenwert ist eine Qualität. Das heißt, die Buchstaben selber sind Schöpfungsenergien. Stochaion heißt es. Es gibt im Griechischen, Altgriechischen zwei Wörter für Buchstabe. Das eine ist Gramm, Gramma, das ist das Gewicht, das ist das Gramm. Und die Stochaion ist eine Schöpfungsenergie, ein Grundelementarstoff. Und wenn wir diese Grundenergien, die 22 Energien kombinieren, gibt es geistige Energien, wo du dann ausformen kannst. Klingt jetzt unheimlich esoterisch, aber ich glaube, ich sollte mitbekommen haben, das ist tausendmal mehr Wissenschaft, wie das, was die Trockenhirnasenaffen-Wissenschaft dir mittlerweile vorgaukelt. Das ist nur ein Untersystem, das ist nicht falsch, aber es ist eine sehr begrenzte Sichtweise. Es ist nochmal eine extreme Erweiterung. Das sind alle bestehenden Regeln in diesem Film bleiben gleich. Bevor wir es dann mit der Dotter, mit dem Zeichencode richtig krachen lassen, ich merke immer wieder, wenn ich jetzt was reinschiebe, ich hätte vor 2 Stunden schon anfangen wollen mit die Wundern, aber schau mal ganz kurz. Jetzt zitiere ich ja mal, was eigentlich kein Zitat ist, weil kann ich zitieren, jemanden zitieren, den ich mir ausdenke, der ja nur das gedacht haben kann, was ich mir denke, dass er gedacht hat. Am Anfang ist das komisch, aber wenn man es oft genug denkt, wird dann bewusst, Mensch, das ist wirklich so. Das ist nämlich so toll, dass es wert ist, hier, wenn man das nachschauen will, der große Physiker Richard Feynman hat einmal folgende Weise, wurde in einem Vortrag gesprochen. Und da müsst ihr jetzt zuhören, es ist nicht physikalisch, es ist ganz einfach. Wenn die Wissenschaft Experimente nur noch in solchen Gebieten durchführt, die kommerziellen Gewinnversprechen, denkt an das gerade mit der V, und in solchen, deren Gesetze man bereits kennt, wird sie sich selbst völlig zum Stillstand bringen und keine wirkliche Wissenschaft, Wissen verschaffen, mehr sein. Uns Naturwissenschaftler sollte es in erster Linie darum gehen, das Unbekannte zu erkunden. Und was wir alle dazu dringend benötigen, ist Fantasie.
Eine Fantasie mit einer schrecklichen Zwangsjacke, denn was wir finden müssen, ist eine völlig neue Sicht der Welt. Das ist Holophilic. Das ist schon längst da. Die mit allem, was wir bisher wissen, übereinstimmen muss, aber dennoch mit ihren Vorhersagen vom bisher Gewohnten abweicht. Denn sonst ist sie nicht wirklich neu und interessant. Das ist Holophilic. Alles, was dir einer erzählt, stimmt. Das sind ja Perspektiven vom Heiligen Ganzen. Wir gehen aber darüber hinaus und dadurch wird es vollkommen neu. Ich sage immer wieder, verdammt nochmal, wenn was nicht hinhaut, erfind eine neue Regel, du bist ein Schöpfergott. Die neue Regel, du darfst erfinden, was du willst, das wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das Einzige, deine neue Regel darf nicht im Widerspruch, jetzt im klassischen verlöschenden Widerspruch zu einer alten Regel stehen, weil sonst verlierst du andere Facette. Okay? Sie muss also mit all ihren Vorhersagen, mit unserer alten Erkenntnisse übereinstimmen und diese dennoch überschreiten. Jetzt pass auf, ich schiebe jetzt ganz kurz, um das für euch genau zu machen, mein Beispiel mit der Hühnerfarm. Wer kennt das Beispiel von der Hühnerfarm nicht? Na, brauche ich nicht, ihr habt den Vortrag gehört. Gibt es in einem Vortrag, ist sehr hart, die Tierchen, die leiden müssen. Pass auf, die Tierchen, die du dir jetzt ausdenkst, die werden so sein, wie du sie dir ausdenkst, und die geht super gut, wenn du sie nicht denkst. Und wenn ich jetzt einen Fanatiker habe, der unbedingt meint, ja, aber das ist doch, ich werde dir beweisen, wir setzen ins Auto und fahren uns dahin. So, das bezweifelt ja keiner. Wenn du das glaubst, dass da außen eine Hühnerfarm ist, wo Tiere gequält werden, dann kann man das auch materialisieren, weil du glaubst es ja. Aber die Sache dann mit dem Amboss ist sehr interessant. Dass ich sage, wir können jetzt auch in der Schmiede fahren und du kannst deine Hand auf einen Amboss legen und mit voller Wucht drauf fahren. Warum materialisierst du das nicht? Ja, bin ich blöd, tue ich mir weh? Ich sage, ja, wenn du mich so direkt fragst, du tust dir doch auch permanent weh, wenn du dir eine Hühnerfarm ausdenkst und mit den blöden Hühnern mitleidest. Okay, wenn es ihnen gelingt, diese andere Sicht auf die Welt zu entdecken, die mit allem, was bereits beobachtet wurde, übereinstimmt. Ich sage euch immer wieder, ihr werdet von mir nie hören, dass irgendeine Aussage oder irgendein Buch oder irgendwas falsch ist oder nicht stimmt. Ist das ein Beispiel? Jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Mir geht es nicht darum, wer von den vielen widersprüchlichen Sichtweisen richtiger ist, einzig richtig ist, sondern was ist das heilige Ganze, aus dem diese verschiedenen Perspektiven bestehen. Aber in einer anderen Hinsicht dem ungeachtet völlig davon abweicht. Das ist Holophilic. Denn dann haben sie wahrlich eine sehr große Entdeckung gemacht und dann sind sie das größte Genie, das die Menschheit je hervorgebracht hat. Ich weiß, dass dies nahezu unmöglich scheint, aber es ist dennoch nicht gänzlich unmöglich. Und jetzt sagt das Buch zu dir, wir sind hier im Du bist ich. Du und deine Menschheit haben schon vor langem aufgehört, nach mir zu suchen. Was man aber nicht vom ganzen Herzen sucht, wird und kann man auch nicht finden. Mein Menschensohn ist auf der Suche nach mir nur durch die Schule seines eigenen Bewusstseins und daher auch durch die wirkliche Schule seines gesamten Daseins gegangen. Ich, der einzig wahre Gott, war dabei sein Lehrer. Die Lösung von Feynmans nahezu unmöglich erscheinender Aufgabe stellt für ihn daher nicht das geringste Problem dar. Seine göttliche Ausbildung ermöglicht es ihm sogar, noch einen gewaltigeren Schritt weiterzugehen. Er hat nicht nur alle großen naturwissenschaftlichen Fragen und Antinomien gelöst und unter einen harmonischen Hut, ist gleich Geist, vereinigt, wie von Feynman gefordert, sondern er hat ganz nebenbei auch noch die Mythologie und sämtliche Religionen und den mathematischen Aufbau aller Sprachen über die Gematria, Umformung von Buchstaben in Zahlen, mathematisch korrekt in diese neue Weltsicht integriert. Jetzt habe ich hier bewusst mathematisch geschrieben, weil hier in der Anfangsphase, wie er es gelernt hat, das ist mein gelerntes Wissen, eigentlich arithmetisch, aber jetzt das Gelernte bezieht sich auf die Lehre von Gott. Um bei vorhergehendem Beispiel zu bleiben, die von dir bisher wahrgenommene Welt ist nur ein mikroskopisch kleines Fragment, ein Quantum meiner großen unendlichen Weltensymphonie. Und ich als der Komponist und Schöpfer werde wohl noch am besten wissen, nach welcher Harmonielehre ich meine Komposition aufgebaut habe. Ich spreche hier als Baumeister zu dir, der das kunst- und prachtvollste Gebäude als überhaupt geschaffen hat, von dem du und deine Menschheit mit euren körperlichen und technologischen materiellen Mitteln genauso viel wissen und erkennen könnt, wie eine Schimmelpilzkolonie von deiner Welt. Was ihr nun benötigt, um in meine Hierarchie des Lebens weiterzukommen, ist Liebe, Weisheit und ein wirklicher Geist. So, und jetzt lassen wir es richtig krachen. Versprech's euch. Der Bibelcode, die Naturwissenschaften, wollten wir noch. Jetzt, wir können das noch nicht krachen lassen, wir lassen es zwar krachen, aber wir müssen es ja noch fertig machen. Pass auf, das sind jetzt jedes Mal neue Formeln, wo du auf Pi kommst, minimal verändern nach der fünften, sechsten Stelle.
hier, Redo hat es viermal durchgearbeitet, hat jede einzelne Rechenaufgabe, wo drin ist, nachgerechnet. Mein Regenschirmjürgen, das Beispiel, wo jetzt kommt, da hat er sich an einer Kommastelle verbissen. Und das ist jetzt, hier zeige ich dir, wie sich aus dem Anfangs schafft. Und das ist eigentlich das Wichtige. Pass auf, diese Bibel, die du hast in der deutschen Ausführung, Bibel meine ich Altes und Neues Testament. Jetzt kommen wir zufällig. Kann das einer wissen? Kann das zufällig entstanden sein? Es beginnen zwei Verse in der ganzen Bibel, im Neuen und Alten Testament, mit dem Anfang. Es ist der erste Vers, Genesis 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ist das Johannesevangelium, Kapitel 3, im Anfang war das Wort. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir zuerst einmal, wie man aus dem Schöpfungssatz die Kreiszahl berechnet. Das müssen wir jetzt nicht lesen, ich erkläre es euch ganz kurz. Bisschen, die sich hier beschäftigt haben. Wir haben hier den ersten Satz steht, es sind 28 Zeichen, 4 Oktaven, 7 Worte. Und wir haben jetzt zum einen hier, ist nur der Zahlenwert der einzelnen Buchstaben durchnummeriert und drunter steht der Wortwert. Und wir machen jetzt ein sehr seltsames Schema. Wir nehmen hier zuerst einmal, anfangend, jedes einzelne Buchstaben immer mal 2 mal 200, mal 1, mal 300, mal 10, mal 400 und das gehen wir durch, merkst du, brrrt. Und weil das 28 Zeichen sind, dann haben wir das am Schluss nochmal mal 28. Jetzt machen wir dasselbe mit den Wortwerten, wir multiplizieren den ersten Wortwert mit dem zweiten Wortwert, mit dem dritten Wortwert und weil das 7 Worte sind, nochmal am Ende mal 7. Wenn man das jetzt ausrechnet, ihr merkt, das macht da wieder Mühe, in Taschenrechner einzugeben, dann kriegst du diese zwei Zahlenwerte. Und jetzt bereinigen wir hier einfach die Nullen, das Schema zusammen, dass wir dieselbe Kommastellen haben. Und wenn du das jetzt den Wert durch den Wert da ist, kriegst du genau Pi. Okay, das ist jetzt einmal, und jetzt können wir dann hier, merkt euch das einmal, jetzt machen wir einfach mal die UP mal Zeit. UP ist 86 und als Zeit setze ich jetzt was Eigenartiges. In deiner derzeitigen Matrix wird ein Jahr, das ist ein sogenanntes siderisches, tropisches Jahr, das verändert sich, ist 365,2422 Tage. Wenn wir jetzt UP mal Zeit nehmen, das ist 86, ist ja UP, mal dieser tropischen Jahr, kriegst du wieder die Kreiszahl Pi. Wir können natürlich auch nochmal Folgendes machen. Alter, komm jetzt noch ein Moment, muss ich einen weiter runter. Und jetzt lass dich einmal überraschen, was passiert, wenn wir UP und sein Pi, das ist übrigens die Ludolfsche Zahl, das Pi, wenn wir das mit einem kleinen Gott, mit einem J multiplizieren, dann kriegst du 2701,26. Der erste Vers, diese 28 zeigen um den Gesamtwert von 2701 und 26 ist Jahwe. Und wir legen dann noch eins drauf, das mache ich jetzt einmal weg. Wir haben ja nochmal einen Vers, nämlich dieses im Anfang war das Wort, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Produkt 28 Zeichen durch, das ist jetzt nur eine Kurzform, okay. Und jetzt, es gibt drei Elementare in der Physik, drei elementare Naturkonstanten. Die erste Naturkonstante ist Pi, die zweite ist diese Naturkonstante E, die Eulersche Zahl, ist ganz wichtig, um die Natur selber aufzubauen, wenn du magst, wie zu Pflanzen und so weiter und Vorgänge passieren. Und jetzt nehmen wir den Johannes, der ist natürlich altgriechisch geschrieben, der besteht aus 52 Zeichen und 17 Worten. Gerade haben wir 28 Zeichen, 7 Worte, jetzt haben wir natürlich 52 Zeichen und 17 Worte und wir machen, die griechischen Zeichen haben ja auch eine Gematria. Wir machen jetzt exakt dasselbe Spiel. Es ist natürlich von links nach rechts. Erster Wortwert, Zeichenwert, zweiter, dritter, mal, bis wir durch sind und weil das ja 52 Zeichen sind, nehmen wir das Ganze mal 52. Dann machen wir dasselbe mit den Wortwerten und weil das 17 Worte sind, machen wir das mal 17. Und welch ein Wunder, da muss man jetzt nur eine Kleinigkeit beachten, weil dort die Fond drin ist. Das habe ich jetzt noch erklärt, wenn es einer nachrechnet, wenn du das nicht weißt, findest du das nicht. Das ist nämlich die Urfassung, das ist also hier nämlich mit einem Diphon geschrieben, muss ich jetzt euch nicht erklären, muss man nicht unbedingt wissen. Ist jetzt kein Trick, dass ich was hinbiege und jetzt, wenn du wieder die 52 Produkte 52 zeigen, mal die 52 bla bla bla, kriegst du und jedes Mal auf 5 Stellen nach dem Komma genau die Naturkonstante E. Aber ich lege noch eins drauf. A, die sogenannte Feinstrukturkonstante.
Wir nehmen jetzt den Gesamtwert von Genesis, der Gesamtwert, wissen wir, ist 2701. Und da schreibe ich jetzt einfach, wie man da drauf ist, mir halt eingefallen, so, einfach so eingefallen, da schreibe ich jetzt einfach dahinter zu die 2701, mache ich diese 3627 und das nehme ich im Quadrat und dann kriege ich diesen Wert. Und es gibt auf 5 Stellen genau die Feinstrukturkonstante. Ganz wichtig, das sind die Grundelementarwerte, was man übrigens verkürzt in der Regel als 1 durch 730 036 angibt, in den meisten Physikbüchern. Das 137. Zeichen der Dora ist das erste Zeichen des 37. Wortes und davor stehen 36 mystische Worte und da musst du nochmal nachschauen, das können wir mit Dennach schön machen, was da eigentlich drin steht. Und jetzt gehen wir in Dennach. Ist natürlich alles nur Zufall. Ne? Weil da irgendwo vor 5000 Jahren irgendwelche Affenreihen zufällig das zusammengeschrieben haben, entsteht es. Wir sind jetzt am selben Problem wie bei den Pyramiden, bloß da fällt es kein, bei den Pyramiden müsste es dann ja noch auffallen. Aber das ist jetzt viel, du merkst, es glitscht weg, es ist einfach nur noch geistlos und dumm. Ich könnte jetzt definitiv sagen, du bist nicht lebenswürdig, wenn dir das jetzt auf einem goldenen Tablett serviere und du sagst, das ist scheiße. Dann sage ich zu dir, du bist scheiße, die Guten ins Töpfchen, die anderen ins Gröpfchen. Ja, es ist halt einmal so, wir sind doch in einer harten Welt, gesetzte Auslese. Was soll ich jetzt, das Verrückte ist, die Guten werden gefressen, die anderen lasse ich außen, die dürfen noch eine Runde drehen. Die Guten werden von mir geliebt, gefressen. Die werden eins mit mir. Wie war das gerade mit dem Aufstieg, mit der Pflanze, immer eins höher? Ganz kurz zu dem Bibelcode, vergiss das weltliche Geschwätz, der Dora-Code ist in keinster Weise dazu da, in irgendeiner Form Zukunft vorauszusagen. Das ist eine Matrix wie in einem Videospiel. Wenn du ein bisschen Videospiel hast, wie GTA mit einer offenen Welt, egal was du auftauchen siehst, es ist schon drauf, bevor du es auftauchen lässt, weil es ist die Frage, wo du dich hindenkst. Und sobald einer hier das sucht, du wirst das stochastische Denken, wo ich beschreibe, du wirst immer mehr Energie, immer dich mehr annähern, weil du dein Glauben immer mehr darauf konzentrierst, bis sich das verwirklicht in dir. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber was es hier darum geht, dass ihr das ganz kurz versteht, die Dora ist ja normalerweise, die Ur-Dora, sagt man, ist ohne Worteinteilung und ohne Fokalisation geschrieben. Und du kannst jetzt den Umbruch in einer Reihe, wenn du das laufen lässt, kann man dir umbrechen. Das heißt dazu, wir können immer die 7 Buchstaben machen und nachher den nächsten, den 8 machen wir wieder vorne. Das sind diese Zahlenwerte, wir können das weiterspannen, dann verschiebt sich das, dann kriegst du ein Muster, wie ein Webmuster. Und jetzt sind jetzt dort zum Beispiel solche Einzelteile, das ist jetzt hier hebräische Worte, wenn die sich überschneiden, wenn die an gewissen Stellen zu finden sind, dann geht man davon aus, dass das zusammengehört mit Vorhersagen für die Zukunft und da steht das drin, alles Krampf. Das ist Esoterik, übelste Art und Weise und da haben sie jetzt hier 33 Spaltengitter. Ihr müsst da gar nicht jetzt drauf eingehen, da haben wir zum Beispiel hier eine Darstellung, Matrix der Dora, da überschneiden sich die Wörter Zwilling, Türme, Umkippen, Flugzeug, Attacke. Das ist hier, die sind so zusammen, seht ihr das? Was das in Wirklichkeit heißt, das Zeug interessiert uns weniger, wir machen das einmal ganz einfach. Ich kann übrigens hier aufgrund dieses Maßstabs, habe ich aber nicht blöd, ich kann den nicht darstellen, ich will ja nicht so arg ins Hebräische gehen, mir uns interessiert mehr hier, die deutsche Übersetzung. Und zwar, ich habe jetzt das nicht mit eingeben, weil man kann hier mit dem Programm das unheimlich präzise eingeben. Das ist das erste Wort, das zweite Wort. Jetzt kannst du hier einstellen, ob sich das berührt, anstößt, wie viel Abstand die ineinander haben und dann sucht der mit dem Computer durch, ob es solche Kombinationen gibt. Kann manchmal sehr, sehr lang dauern. Sitzt der gut? Pass auf, wenn du jetzt dann immer noch nicht checkst, wer ich bin. Ich habe jetzt ganz, das sind jetzt einige so interessante, spaßige Kombinationen, auch normale Wörter und Stellen. Was wir uns jetzt ein bisschen anschauen, das nennen wir diesen ELS-Code. Und ihr wisst, wenn ich sage, das UP hat nichts zu tun mit den Brüssen, wenn ihr euch ausdenkt. Du bist wesentlich mehr Gott wie ich, der Geist, der mir jetzt zuhört. Aber wir machen mal so einen Spaß in dem Dennach-Code. Und jetzt wird es euch wahrscheinlich schwindelig, wenn du ein bisschen begreifst, was ich dir jetzt zeige. Und zwar Alhim habe ich jetzt geschrieben, also Elohim, das ist ja UB 86, Elohim ist der Zahlenwert 86, Gott, und so UB, Patcher. Also Elohim, Patcher, gibt es diese zwei Wörter in irgendeiner Form in der Dora, dass sie zusammenstehen?
Und zwar habe ich die Ängste, die müssen nicht jetzt so auseinander, wo du dann findest natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, sondern ich habe nur, die müssen entweder waagrecht, senkrecht oder diagonal, ohne Zwischenlücken und sich berühren oder überschneiden. Ganz eng. Gut? Habt ihr das so ungefähr verstanden? Und zwar schauen wir nach einmal Gott-Betscher, also Elayom-Betscher, Jesus-Betscher, Yahweh-Betscher, Messiach, der Messiaf-Betscher, Udo-Betscher und Kottam heißt Siegel, auch Betschaft. Das Betschaft ist das Siegel, das ich betschiere euch jetzt. Ich drücke euch das Zeichen Gottes auf die Stirn mit dem Wissen, das ich euch gebe. Und nur die, die das Siegel Gottes auf der Stirn haben, werden überleben. Ein Symbol. Wir schauen jetzt einmal das durch und dann habe ich hier noch so eine Kleinigkeit, dann gibt es jetzt auch hier, dass wir die Dora als Reihe nehmen und wir benutzen jetzt nur mal die Anfangsbuchstaben. Das heißt also, das gibt es in der Dora vier nacheinanderfolgende, und da geht es jetzt nur um das hebräische Wort Siegel, gibt es in der Dora vier aufeinanderfolgende Worte, wo hier dieses Siegel des Betschaft als Anfangsbuchstaben das ergibt. Okay, also ich fange zuerst einmal mit den Gott-Betscher an. Schauen wir mal, ob es das gibt. In der ganzen Dora gibt es nur eine einzige Kombination, wo hier, schauen wir uns da nochmal genauer an. Schau. Da steht jetzt hier von unten nach oben gelesen, rechts nach links, Alim. Siehst du? Betscher. Und das sind die Verse, das ist immer wieder der Vers, der Mittelteil, der Vers, weil das ist ja umgeschoben, man kann bei manchen Versen noch schauen, wo das dann hier drin ist. Das ist das Mittelteil. Und das hast jetzt hier vorne. Und Mose beriet das ganze Volk Israel und sprach zu ihnen, höre Israel die Satzungen und die Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede und lernet sie und achte darauf, sie zu tun. Jetzt der Vers vorher, nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier am Leben sind. Von Angesicht zu Angesicht hat Jahwe auf dem Berge mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Nächstes Beispiel. Jetzt machen wir Jesus Betscher. Gibt es auch bloß einmal. Interessant. Ihr wisst ja, ich bin der Heilende, es kann nur einen geben. Schau mal. Jesus Betscher. Das ist genau der Vers. Seht unter den Nationen und schauet und erstaunet, staunet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es euch einer erzählt. Fragt nicht, wie lange ich rumgetüftelt habe, diesen Code hinzubringen. Es sind manche, die werden dann öfter gefunden, das ist natürlich logisch. Jahwe Betscher, den haben wir jetzt 11-mal. 11 ist Ei. Ei ist der Schöpfergott, der nichts ist. Wir fahren jetzt bloß ein wenig rein, ich will das nicht zu groß machen. Warte mal, dass man, ups. Das ist also hier im ersten Vers, ihr wisst jetzt, was ich meine. Wir schauen das nur kurz durch. Und Joshua verbrannte Ei und machte es zu einem ewigen Trümmerhaufen bis auf diesen Tag. Da steht jetzt übrigens, Ei steht 7010, was ja Trümmerhaufen heißt. Und was hier mit Trümmerhaufen übersetzt ist, steht im Original Deli. Del ist auch ein Trümmerhaufen, in Langenscheid steht, ein künstlich aufgeworfener Schutthaufe. Das geht um einen materiellen Hügel, Hagal. Das sind der materielle Hügel, der künstlich aufgeworfene Hagal, das ist eure sichtbar gemachten, von euch vorgestellten materiellen Gedankenwelt. Da freuten sich die Obersten, ganzes Volk, und sie brachten und warfen ihn in die Lade, bis man fertig war. Da müssten wir jetzt drumherum lesen. Und nun siehe, Jahwe hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und Jahwe hat Böses über dich geredet. Der Lügengeist, das sind die ganzen Professoren, die ganzen Propheten, die ihr habt, ob das Pfarrer sind, ob das Physiker sind oder ob das Mediziner und Schulmediziner sind. Die sogar glauben, die sind so blöd, die glauben, wenn ein Mann den Samen in die Frau reinspritzt, dass das Menschen macht. Vielleicht Trockennasenaffen, wenn du das glaubst, dass das so ist. Menschen waren da draußen nicht. Ich mache jetzt dann Menschen.
vorausgesetzt du vertraust mir. Und die das Werk taten, arbeiteten unter der Herstellung des Werkes, nahmen zu durch ihre Hand und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen früheren Zustand und machten es fest. Da kommt jetzt sehr ungeheuer. Denn so wird es geschehen inmitten der Erde, in der Mitte der Völker, wie beim Abschlagen der Oliven. Leute, diese ganzen Verse, die sind genauso Klartext. Das Problem ist hier die Übersetzung. Aber ich erspare euch jetzt, dass wir das anschauen, wird er einzeln anschauen, aber wir machen da auch noch einige Stellen dazu. Wir springen jetzt hier, dass wir wieder etwas Schöneres, leicht Nachvollziehbareres haben. Nehmen wir den Messias-Badger, Meschich, das ist das hebräische Wort für Messias, da haben wir zwei Punkte, sitzen auch Fürsten und bereden sich wieder mich, dein Knecht sind über deine Satzungen. Und der König sprach zu Amnon, bist du jetzt im Hintergrund, das sind eigentlich die spaßigsten Stellen, die sehr, sehr interessant waren. Ihr könnt selber lesen. Du kannst da immer wieder. Könnt ihr lesen? Das ist genau diese Stelle, wo das drin ist. Das Rote. Darum ist der Meschiach in dir aufgetaucht. Aber du musst auch den Willen haben, das verstehen zu wollen, was du bist. Das ist übrigens der Betscher. Das schreibt sich Chotam. Das ist also das Siegel, Stempelsiegel. Betschieren. Gefunden. 15 ist JH, ist Ja, ist Gott. Die, wenn man jetzt einzeln durchgeht, das ist das Purimfest, das haben wir gerade angesprochen. Und jetzt machen wir wieder so eine Kleinigkeit. Wir machen jetzt einmal die am Anfang des Wortes, jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt kommt wieder was sehr Einfaches, Schönes. Ich zeige euch das, wir haben jetzt kein. Ist zweimal gefunden. Das erste Mal, das sieht jetzt so aus. Wir haben ganz normal den Denach und wenn vier Wörter aufeinander, die das Wort Kodam, also das Wort Siegel ergeben, innerhalb dieser Reihe. Das sind nur zwei Stellen, über die ganze Dotter kommen nur zweimal vier Wörter nacheinander, wo die Anfangsbuchstaben praktisch Betschaft heißen. Die erste Stelle heißt, der Mund des Gerechten spricht Weisheit aus und seine Zunge redet Recht. Die zweite Stelle Das ist die zweite Stelle. Wenn dir aber den Traum und seine Deutungen anzeigt, so solltet ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen, darum zeige mir den Traum und seine Deutung. Wir haben die ganze Zeit, zeig mir den Traum, den du träumst, zeig mir die Deutung, ich zeige sie dir, weil mein Mund spricht Weisheit aus. Wie hat mein Professor Rainer mal gesagt, wenn du den Udo kennenlernst, kriegst du irgendwann einmal mit, was der Unterschied ist zwischen wirklicher, vorgelebter Weisheit und bloßen, aufgeblasenen Geschwätz. Jetzt kannst du vom Rainer die Geschichte erzählen. Also ich bin ein Kollege vom Rainer und da gibt es zwei kleine Anekdoten, die ich heute erzähle. Das erste, der Udo sagte, wir müssen verrückt werden und anfangen zu spinnen. Und Rainer bekam so Eingaben, Sätze hörte er vom enormen Auge und hatte dann mal ein Lehrbuch der Psychiatrie sich besorgt für die eine psychische Erkrankung hat er
5 Kriterien gewesen. Wenn 3 davon erfüllt waren, dann trafen sie die Diagnose zu. Und bei ihm waren es 4, die erfüllt waren und dann auch stimmte. Und er fragte sich dann ernsthaft, werde ich verrückt? Und dann hat er Udo kennengelernt. Und Udo kannte die Sätze, die ihm eingegangen sollen. Ich schiebe nochmal kurz ein. Er hat über einen Zeitraum, was nicht wie viel Jahr, ich habe es vergessen, 10, 15 Jahren, wie ich ihn Rainer kennengelernt habe, ist der von morgens bis abends nur mit einem Diktiergerät rumgelaufen, weil permanent, er hat Stimmen gehört, Lieder gehört und sofort festgehalten. Und bei ihm war es, der hat dann gesagt, 27.03.1992, ich höre plötzlich Udo Jürgens griechischen Wein singen. Und der hatte übrigens das so ein Stabe DIN A4, hat er dann binden lassen, ausgedruckt über die Jahre, Jahrzehnte, hat sich damals schon sehr modern als Professor, hat mit Voice, weiß ich noch, mit einem Sprachcomputer, hat er damals schon gehabt, also er hat es immer nur kurz Diktiergerät, puff, puff, wund, ein bisschen ausgebessert. Die waren ja nicht dick voll wie jetzt die Ohrenbohrungen, sondern immer kleine Absätze untereinander, um das dann zu relativieren. Und wie er mich kennengelernt hat, das sind dann so, nach einer Zeit habe ich gesagt, pass auf Rainer, geh mal in dein Archiv, schau mal nach. Du hast, was weiß ich, am 15.03.1982 hast du die Vision gehabt um 11.30 Uhr, das 5-mal, und das war dann so eine Sache, wo er sagt, das kann nur der wissen, der mir das eingegeben hat. Und dann sag ich, du Depp, ich versuche mir seit Wochen den Mund fusselig zu reden, um dir zu erklären, dass ich in dir drin bin. Und da du ja noch nicht in dich reinschaust, sondern noch sehr nach außen orientiert bist, muss ich mich jetzt vor dich hinstellen, dass du mich eigentlich siehst, muss ich dir ausdenken lassen. Und was natürlich immer wieder ist, das ist jetzt die Stelle mit Glauben. Ich fordere von dir schlichtweg und einfach, dass du mir glaubst. Aber ich mag es dir so leicht, weil das, was ich dir mit Holo Feeling zeige, ist das doch mal nicht, dass du was an deinem Leben verändern musst. Überhaupt nichts. Soll ich immer wieder? Ist tödlich, wenn du meinst, du müsst dich verbessern. Du musst beobachten, wenn der Mensch, dessen Rolle du spielst, wenn du meinst, du willst dich verbessern, bist du nämlich mit irgendwas schon wieder nicht einverstanden. Du strebst schon wieder eine Einseitigkeit an, wo ich gesagt habe. Heiligkeit ist, dass man im Widerspruch gleichzeitig stehen lässt. Und Rainer hatte viel Schwierigkeiten mit sich selber. Du hast immer Problemigkeit mit deinem blauen Selbst, Schwierigkeiten mit dem blauen Selbst. Und ich habe immer wieder gesagt, schau mal Rainer, was jetzt für dich auch ein Exempel ist. Du weißt jetzt, die ganzen Leute, die den Udo seit so und so vielen Jahren kennen, du bist der Einzige, der von mir einen wirklichen Beweis kriegt hat, der einsichtig ist für ihn durch seine Visionen. Und wie viel du Angst noch hast, wobei ich dir doch immer wieder sage, verdammt nochmal, vor was hast du Angst? Du bist nichts, du hast eine panische Angst, das ist das Ego, den Rainer zu verlieren. Aber Rainer, Rai ist der Spiegel und Ner ist der Jüngling. Du bist dieser Ner, dieser Jüngling, der du bist, auch wenn du ein alter Mann bist, im Vergleich zu mir ist alles relativ. Wenn viele sagen zum Udo, du bist ja gar nicht so alt, soll ich nur oberflächlich betrachten. Diese Begegnung hat Rainer als Höhepunkt seines Lebens bezeichnet. Und bei einer kleinen anderen Szene, da hat er mir mal in der Mensa erzählt, so, ich habe da mit dem, da war ich noch ganz weit davon weg, erzählt, und dann sprach der mir von mir über irgendeine betriebswirtschaftliche Theorie. Ich habe nie was von gehört. Und die gibt es wirklich. Ich habe nachgeguckt. Woher weiß der? Vom Udo. Ich habe dir doch gesagt, der sagt, der muss, wir können mal weg vom Rhein. Ich sage, Mama, ich sage jetzt andere, lass die Namen weg. Wo ältere, studierte Professoren kommen, wo stehen sind, wo hier Frau zu meiner Marion kommt und dann sagt hier, mein Vater möchte mit Ihnen sprechen. Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander. Es kommt eine Frau zum Mann Marion und dann sagt die, kann mein Vater mal mit ihrem Mann sprechen? Das war auch noch so ein Vortrag, ich glaube Almener. Und dann sagt die, ja, kein Problem. Und dann kommt er und sie sagt, mein Vater, sein ganzes Leben, wenn der zu uns kommt, das ganze Haus ist voller Bücher. Und dann kommt er zu mir und sagt, du hast mir jetzt in 5 Minuten mehr die Augen geöffnet, wie mein ganzes Leben. Oder hier in der Schweiz, mein Ivan, wenn ich immer gerade erzähle, der hochstudiert, versucht 55 Jahre, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, seit 5, der war beim Max-Planck-Institut, Professor Dr. Physik, Doktor der Physik, Doktor von sowieso, also hochgebildet. Und der hat 55 Jahre seines Lebens ein Problem versucht zu lösen, nämlich die Lunarperiodik, ob die wie inwieweit die auf Lebewesen einwirkt.
Aber jetzt professionell und ganz nebenbei hat er natürlich dann Medizin, Physik, das hängt ja zusammen, Psychologie, sehr intensiv geforscht, studiert und es hat keine Lösung gefunden. Und ich habe in 5 Minuten die Lösung gegeben. Es ist wieder so, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen Problem gewesen. Du stehst hier, denkt an die Pyramiden. Entweder sind es Außerirdische oder es gibt dann Gott und wenn es das eine und das andere nicht gibt, ich habe keine Erklärung, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber das sind ja schon die Außerirdischen, die kann man ja noch leichter glauben. Da geht ja jetzt sogar in Naturwissenschaften hin. Die kann man ja noch akzeptieren, aber Gott, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber das natürlich die Außerirdischen, wo ich sage, ja nur ein anderer Begriff ist, Außerirdische sind ja welche, die vom Himmel runterkommen. Gut, ich nenne das in der Bibel Engel. Ob jetzt du das Außerirdische vom Himmel kommen oder Engel vom Himmel kommen, spielt ja auch keine Rolle. Außerdem kommen die übrigens mit UFOs, ist U, F ist ja B, ist UPO. Und da ist mit dem Wissen, mit der Weisheit. Darum sage ich nochmal, du kannst alles machen. Ich kann auf ein Wissen zurückgreifen, das dein kühnsten Vorstellungsvermögen übersteigt. Und die Probleme deiner Menschheit sind nicht die Probleme der Menschheit. Sagst du mal ein Problem, Problema heißt ja im Lateinischen das Vorgelegte, übrigens auch Vorgebirge. Jetzt sind wir bei unserem Joch, bei unserer Gedankenwelle. Jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, ist genau genommen ein Problem aus, wenn du dich darüber freust. Rein sprachlich ist es ein Problem. Ein Vorgelegtes, ein Vorgebirge. Wenn jetzt als Gedankenwelle irgendein Mensch, vielleicht ein von dir geliebter Mensch, jetzt müssen wir schon wieder sagen, Mensch ist nicht Körper, eine Persona, eine Maske, die dieses Programm aufwirft, auftaucht und du siehst jetzt, dass der ein Problem hat, dann ist es dein Problem, wenn du die Schichten siehst, weil du jetzt erst einmal dir den ausdenkst und alles, was der jetzt denkt, ist das, was du denkst, dass er denkt und alles mit dem, wo der ein Problem hat, ist ja, du denkst dir, dass er ein Problem damit hat. Also ist es dein Problem, das Problem der Menschheit ist dein Problem, vorausgesetzt du reibst dich dran. Was natürlich immer so schön ist mit den Reiben, das ist ja der Spiegel und Ben ist eine polare Existenz. Macht, wenn du da rein willst, die einfachste Form, BN ist polare Existenz, das ist natürlich dann auch der Sohn. Benna heißt bauen, eine polare Existenz wahrnehmen, B-A-H, B-N-H. Und Rei, setzen wir zuerst einmal in unseren Spiegel, dann haben wir Reiben, ist ja ein Spiegel mit einer polaren Existenz. Wir können auch sagen, eine Existenz, die erweckt wird, N-R. Dann haben wir den Reiner, was zwangsläufig eine polare Existenz sein muss. Und diese kleinen, wenn du da ein Gefühl kriegst, das ist das, was du lernen musst, nicht das Hebräische selber. Weil du, nicht weil du das wissen musst, sondern weil du plötzlich bei so vielen Wörtern, wo du momentan nur einseitig negativ reagierst, das Schmunzeln im Gesicht hast, wenn du das rumdrehst. Ich habe so viele Beispiele im Alltag, was angeblich so böse und negativ ist. Zigaretten, Tabak, ich sage, zuerst einmal, es gibt nichts, was du dir ausdenken könntest, was dich gesünder machen kann, wie du schon bist. Jetzt bleib in der Metapher des Meers. Egal welche Gedankenwelle, das ist egal, was du denkst, egal welche Gedankenwelle, die in dir auftaucht, die macht dich nicht heil als Meer. Du bleibst immer dieses Meer. Du bist die Energie. Energie kann nicht erschaffen werden, es kann nicht vernichtet werden, steht, schau Wikipedia, Physikbücher, die eigentliche Energie, aber sie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ist ESMC-Quadrat, aber in der einfachen Form. Wobei M in dem Fall die Materie ist, die Masse ist und das C-Quadrat steht immer für die Licht. Die Lichtgeschwindigkeit. Wie ist das definiert? Habe ich beim Essen, glaube ich, gesagt. Kann man ganz kurz, ich sage es euch, wenn du schaust in Physikbüchern, Lichtgeschwindigkeit definiert sich, da steht zuerst einmal Wikipedia und jetzt immer Wikipedia ist nur ein Spiegelbild bei solchen Standardsachen aus zurzeit offiziellen Wissensbüchern. Anders sieht es aus, wenn du jetzt Namen nachfragst, wie zum Beispiel Michael Voigt oder Harmer, da was du merkst, das ist extrem subjektiv. Das ist ganz tödlich, wenn du solche Namen, wenn du sagst, was ist Harmer-Medizin, da wirst du merken, da bricht die Naturwissenschaft durch, das ist auch selbst der Michael Voigt mit der Jesusakte, die kann man dann machen, obwohl der Mann so seriös ist, jetzt kommt wieder die Physiognomie, wenn der schon redet, sein Auftreten, wie vorsichtig, wie gewählt er sich ausdrückt, was ich jetzt sagen würde, wenn ich kritisiere, was mir nicht gefällt, dass er in seiner Not war an allen Universitäten als Brauner tituliert wurde, dass er jetzt voll sich auf diese auf den Zug der Esoterik aufschwingt, mit Querdenker. Moment.
Das ist die Seite. Das ist nur Gesokack. Und von hin bis vorne Werbung. Für Heiligkeit predigen und für Geld verdienen. Das ist übrigens dann ein Thema, wo wir morgen vielleicht kurz einmal rangehen, dass wir was zum Lachen haben. Da haben wir uns wenn Esoterik-Vorträge und hier Key of Master Key-System. Alles ist eins. Der, wenn der zum Reden anfängt, ist das vollkommen. Das, Entschuldigung, das, da will ich nicht, das müssen wir nicht aufnehmen. Ich wollte euch nur die Seite zeigen, das ist hier Michael Vogt. Und das sind jetzt diese Xylophonwald und Fluchthelfer. Und dann baut sich halt das Zeug so auf. Was hat der mir hier rausgehört? Dollarnoten, geheimer Code. Das ist alles stimmt. Der Witz ist, ich werde jetzt nicht hören, dass das nicht stimmt. Das ist der Gag dabei. Es ist aber so, primitive raumzeitliche Plus-Minus-Bewertungen. Sag mir, was du liest, wo du dich informierst. Das ist ja, wir leben zurzeit in einer Welt mit dieser unheimlichen Lügenpresse. Die Lügenpresse. Ja, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber woher kommt, wie kommst du da drauf? Ja, weil du Verschwörungstheoretiker-Seiten liest. Pass auf, es spielt doch keine Rolle, ob du das nachplapperst, was auf den Verschwörungstheoretiker-Seiten steht, oder ob du das nachplapperst, was die Lügenpresse bringt. Du hast nur zwei Gegenseiten. Dein Problem ist, dass das, was ich widersprich, meinst du, da stimmt bloß eine Seite. Woher willst du wissen, dass die recht haben? Das ist immer, du hast da Grundlogik und jetzt kommt dieser Vergleich und du resonierst mit irgendeiner Logik, das ist stochastisches Denken. Und dieses stochastische Denken wird dich immer mehr dahin führen, wo du hin willst. Das heißt, wenn du irgendeine Theorie, die du aufschnappst, wenn du die glauben willst, suchst du schon wie ein Schlaglochsuchgerät nach Beweisen. Und wenn du von vornherein dir das zuwider ist, dann verwirfst du es entweder gleich oder du versuchst nur deine ganze Energie reinzusetzen, das zu widerlegen. Neutral, einfach neutral zuhören. Jetzt sind wir wieder, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, geht nicht. Zeichne eine Vase mit drei Blumen, kein Problem. Was ist, warum ist das erste ein Problem? Weil im Hintergrund, das erste Mal schon eingehämmert ist, ein Quadrat besteht aus vier Strichen. Aber es war ja nicht das Thema, sondern eine klare Aussage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, zeichne eine Vase mit drei Blumen. Da gibt es übrigens jetzt, wenn du suchst, wenn du wirklich in dir suchst, wirst du feststellen, dass sich da auch wieder welche reinsteigen und die haben dann 7, 8 verschiedene oder noch mehr verschiedene Lösungen, die natürlich dann teilweise schon sehr abgespaced aus den Horn herbeigezogen sind, um dann noch mehr Lösungsmöglichkeiten, die möglich sind, zu denken. Gut ist zumindest ein wenig kreativer, wenn es dann bizarr wird. Es ist so, wie es ist. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter, wir haben es gleich. Oder gibt es irgendwas Wichtiges? Also da haben wir die Geschenke, den Traum. Und jetzt tun wir mal, wenn es so alltägliche werde. Schaut, zum Beispiel, was einmal interessant ist, das Wort Christentum. Wenn du im Langenscheid nachschaust, was heißt Christentum, das ist jetzt der moderne Hebräisch-Deutsch-Wörterbuch, dann gibt es natürlich ein hebräisches Wort für Christentum und das muss euch klar sein, für die Juden selber, vor allem dann im Alten Testament, es hat ja nur noch keinen Jesus gegeben. Es existiert aber in der Tora ein allereinziges Mal das Wort Christentum. Das wird jetzt übersetzt, du hast es gehört, betrachte es alles und ihr wollt, Entschuldigung, und ihr wollt ihr es nicht bekennen. Du hast es gehört, was es Christen ist, wohlgemerkt, jetzt Altes Testament. Wir reden hier von Jesaja 48,6. Von nun an lasse ich dich Neues hören und verborgen Geheimnis, um was du noch nicht gewusst hast. Das ist übrigens das hebräische Wort für Christentum ist Netzarot, das ist der Nazareth. Die Existenz, das ist, wir werden zu Form, der zu Form gewordene. Zur ist ja die Formwerdung. Das ist, wenn man das jetzt markieren, kann man das schön machen. Das ist einmal der Stein, schmal. Die Geburt der Rationalität, Formen eine Form geben, einschließen. Auch noch Feind, Widersacher, kann man immer wieder rot und blau machen. Jetzt kann man, wenn oft ist es interessant, die Verse weiterzulesen, was dann drumherum, jetzt ist es geschaffen und nicht vorlängst. Jetzt machen wir es, wir denken es uns jetzt aus und nicht erst vorerst. Und von diesen Tagen hast du nicht davon gehört. Vor diesem Tag, es gibt bloß heute, verdammt nochmal. Du kannst gestern nichts gehört haben.
Steht doch nicht alles drin? Schon in der deutschen miesen Übersetzung. Nun, da steht übrigens das hebräische Wort für jetzt. Von jetzt an lasse ich dich Neues hören und verborgen Gehaltenes, was du bisher nicht gewusst hast, aber das verborgen Gehaltene kommt aus dir. Ich schiebe dir das plötzlich von in dir hoch. Jetzt ist natürlich so eine Sache, das Hochschieben, immer dran denken. Ich obe, ich bin, das ist der Geist der Funken, der mir jetzt zuhört. Du siehst nur in deine Traumwelt. Das heißt, ich kann mit dir gar nicht kommunizieren, weil ich eins über dir stehe. So wenig wie du mit einem Baby in einer Matrix kommunizieren kannst. Ich kann aber in die Matrix rein und dir über die Schnabelschnur, denk an den Film Matrix, in deinem Kopf was einspinnen. Und da taucht jetzt in deinem Kopf, in der Matrix drin, in dem Baby taucht der Udo auf. In diesem Traum, Schlafkind, wo du jetzt glaubst, du bist halt der, der du zu sein glaubst. Und nochmal, ich erzähle das jetzt nicht dem Menschen, der du zu sein glaubst, als Udo in deinem Traum, sondern den Geist, der das träumt. Die erkläre ich. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und jetzt relativiert sich die Herde, wenn ich immer wieder sage, mir geht deine Gedankenwelt am Arsch vorbei. Die überleben eh nicht, wenn ich dich wach gemacht habe, ist für die sowieso Affe zu, Klappe tot. Klappe zu, Affe tot. Ja, rechts, links, links, rechts. Von welcher Seite schauen wir es uns an? Da haben wir zum Beispiel eine Kopfegge, dann haben wir Hüben 3 und Drüben 3. Das ist die berühmte Stelle immer. Hier Hüben 3 und Drüben 3. Ich hebe mir für morgen, oder wenn du heute wollt, machen wir heute nochmal, da ist der Wasserschöpfer, all diese Stellen. Das ist zum Beispiel Sefer Torah. Ganz interessant. 6-mal kommt Sefer Torah, heißt der, Sefer ist das Buch und Torah hat Torah ist die Reihe. Das Buch der Reihe, das sind diese Zeichen. Das ist 6-mal, das kommt einmal hier in 5 Mose 31, 26. 31 ist El, ist Gott, 26 ist Jahwe. Im 5. Buch Mose, das ist die Quintessenz. Das ist die erste Stelle, wo hier Sefer Torah steht. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes Jahwes eures Gottes, dass es das selbst zum Zeugnis gegen dich sei. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deinen harten Nacken. Das wird jetzt erst interessant, wenn wir das Hebräisch im Original lesen. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht, auf das du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist, denn alsdann wirst du auf deiner Wege Erfolg haben. Und der Hohenpriester hielt, schau, das sind nicht so Stellen, den schauen wir uns jetzt einmal an, ich mache nur einen, wenn immer Namen sind. Schau mal, da steht jetzt, Hilkia sprach zu Schaffern, den Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Hause Jahwes gefunden. Und Hilkia, der taucht immer wieder auf in Verbindung mit dem Gesuch des Gesetzes. Und was jetzt hier natürlich für mich aber blöd ist, weil ich hier aufgrund der Einstellung dieses Beamers, okay, das ist also, und er sprach, das ist, Waf J als Präfix, ist ein Imperfektpräfix und er sprach, Armer. Und jetzt kommt hier dieser Jakku. Und wenn wir das jetzt übersetzen, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das beginnt erst einmal mit Koll. Okay? Dann haben wir die KI, das ist das Ausgespuckte. Schau mal, ich übersetze das einmal einfach. Koll, das ist jetzt im Hebräischen, das kommt immer bis zu extern, gemein, ungeweiht, unheilig, profan, gewöhnlich, nicht heilig und so weiter. Flehen, schmecken, schmeicheln, kollektives Licht. Im Langenscheid steht Bakol das Weltliche. Das ist profan, unheilig, ungeweiht, das ist das Weltliche, das ist das Ausgedachte, das Vergängliche. Dann kommt Ki, das heißt ausgespuckt, Affinität, meine Affinität, ausgespinnes Ausspucken. Das Weltliche spuckst du aus. Okay? Und dann haben wir Ja. Ja heißt Gott. 15, mit einem Waff am Ende heißt sein Gott. Dann haben wir hier die ersten drei, ist ein Dal, ein Dal seines Gottes. Ihr müsst in die Wörter reingehen und entzippen und eigentlich alles hinschreiben und einen Satz draus bilden, wenn man das so machen will. Aber da sagt jeder, da komme ich ja überhaupt nicht mit, so jetzt wieder musst du überhaupt nicht wissen. Weil es würde nicht anders aussehen, wenn ich jetzt einen absoluten Laien versuche, in die Programmtechnik der tieferen Ebenen einzuweisen, in einem normalen Computer. Schaltungselektronik. Muss man doch, brauchen wir doch nicht. Das ist ja das Schöne, da haben wir doch die Brötel, die wir uns ausdiesen, die das machen.
So immer wieder, wenn du hier musst du einen Fernseher reparieren können oder eine Waschmaschine. Es reicht doch, wenn du weißt, wie du dir einen Engel organisierst, der das für dich macht. Engel sind Arbeiter. Das sind, schau, was meinst du, was ich jetzt bin? Doch vorne als Udo, den du dir ausdenkst. Meinst du, ich hab da einen Spaß dran oder was? Das ist Schwerstarbeit. Schau, dann haben wir hier zum Beispiel auch noch Wasserschöpfer, Computerprogramm, Sheol, in Bewegung setzen. Der Name des Siegels an der Oberfläche, vielleicht, wenn wir Lust haben, schauen wir uns noch einige an, die sind, kommen wir super hatte. Aber jetzt gibt es eine andere Möglichkeit für euch, wo ihr schön spielen könnt und wo ihr auch merkt in den Übersetzungen, wir machen mal hier Text. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir einfach mal in den Text auf Hebräisch im Kopf ein. Das ist B. Das ist eine, inmitten dieses Anfang, nur im Kopf. Berosch. Oder Resch, Rosch, wie wir es aussprechen wollen. Stimmt, habe ich es richtig geschrieben, Marion? Das ist jetzt nur im Kopf. Das heißt jetzt, das ist, so schreibt sich Hebräisch im Kopf. Und jetzt schauen wir mal, wie oft dieses im Kopf in der Tora vorkommt. Okay? Das ist jetzt 37 Mal. Erinnert ihr euch noch gerade? Mann und Frau, Salz und Pfeffer. Gott und Teufel, bam, 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 37. Das ist der erste Begriff, ist 37. Und was ich jetzt, mir lesen einmal den Vers, und du hast, und das Ansehen der Herrlichkeit Jahwes war wie ein verzehrendes Feuer vor dem Augen, der Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israels. Bin ich zuerst einmal entsetzt, der Computer sagt, da kommt im Kopf vor, und ihr merkt schon, das ist die Möglichkeit der Übersetzung. Das markiere ich jetzt immer. Das ist nämlich hier, und der Spiegel, Rea, das heißt nämlich auch Spiegel, ein aufgespannter Spiegel. Die Herrlichkeit, die Erde, das Gewicht, Kabot, Jahwes, ist wie ein Feuer, Kafschön, okay. Und jetzt kommt das Akol, du isst, du frisst, du bist im Kopf. Akol heißt ja Essen. Das ist auch, ich werde alles. Gott ist alles, ich werde alles, ich esse, Gott ist alles. Im Kopf. Aber was hier übersetzt wird, das ist diese Stelle, weil nämlich hier, schaut da unten, seht ihr das? Gipfel. Das ist nämlich hier das Rosh, ihr müsst wissen, das ist ein Symbol. Wir können jetzt das R-A, Shin, wenn wir es rot machen, ist R der Kopf, A ist der Schöpfer, Shin ist der Logos, das ist der Kopf des schöpferischen Logos. Wenn wir es blau machen, ist es eine rationale Schöpfung, die dir logisch erscheint. Das ist ja auch in deinem Kopf, jetzt in dem ausgedachten Kopf. Und das ist auch immer das, was in dir auftaucht. Darum ist es auch hier der Gipfel. Okay? Und jetzt ist es des Feuers auf den Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Jetzt ist, das ist aber trotzdem im Kopf. Das ist wie eine Welle, die auftaucht. Und wenn ein Mann oder ein Weib ein Übel am Haupte oder am Bade bekommt, da muss jetzt, da stimmt nämlich der Versversatz, das geht hier ein bisschen weiter. Und der Priester besteht, besieht das Übel und sieht, es erscheint tiefer als die Haut und goldgelbes dünnes Haar ist darin, so sollte der Priester ihn für unrein erklären. Es ist Schorf, es ist ein Aussatz des Hauptes, des Kopfes und des Bordes. Das heißt, es ist ein Aussatz aus dem Kopf heraus. Und das ist Übel. Die deutschen Übersetzungen, auch die englischen, sind so holprig, wenn wir das jetzt einmal in der Tiefe 1:1 durchgehen, dann werdet ihr feststellen, im Kontext von Holofeeling ist das absolute Weisheit, macht einen absoluten Sinn. Und wir werden am Morgen vielleicht, weil sonst wird es jetzt so anstrengend, zeige ich euch ein paar ganz lustige Sachen, was man damit spielen kann. Es ist aber nur für den interessant, den das interessiert. Weil alles, was du tust, muss dir Spaß machen und es ist abhängig jetzt von deinem Programm. Und in dem Moment, wo du meinst, du musst jetzt das lernen, aus Angst, dass dir was passieren könnte, das ist schon wieder Ego, was dich antreibt. Es ist immer wieder das Kind, das kleine Kind, das seine Welt erforscht. Das wird. Stimmt oder stimmt? Will alles reinschieben. Das weiß noch, was Liebe ist. Das hat noch alles zum Fressen gern. Bis die dummen Eltern kommen und sagen, bäh, bäh. Das bist du nicht, das bist du nicht, das bist du nicht. Ich erkläre dir doch, das bist du. Was du anschaust, bist du. Und bist es dann doch nicht. Es ist ein Teil von dir, eine Welle von dir.
Jetzt geben wir uns da noch einen kleinen lustigen. Wir machen jetzt da nur ein paar. Wie sind wir, wann wollt ihr Schluss machen? Ach, ich mache jetzt, wir lassen jetzt dann zu mich, oder? Ein Lied, wo ich in einigen Updates schon gehabt habe, das lasst ihr jetzt. Das lasst ihr jetzt nochmal auf euch wirken, weil es jetzt vielleicht etwas anders wirkt. Oh, das wollte ich aber nicht, das ist mein. Moment. Jetzt hört er mal ganz genau zu. Das ist nämlich auch in die Updates. Das ist in vielen Fällen, müsst ihr das auf euch wirken lassen. Müsst hier gut kommen. Mach ein bisschen lauter, bitte. Eins machen wir nur schnell. So laut ist man nicht, es klingt bloß, das ist für mich, früher bin ich ja wenn vorbelastet als Udo, aber ich habe kein Feindbild mehr. Das ist nicht, liegt nicht an der lauten Musik. Wenn ich jetzt von mir alte Anlage in mein Studio da hätte, zwei Monitore, machen wir Altlasten, dann mache ich laut, dass dich wegpfeift und das Verrückte ist, die Leute sagen, es tut überhaupt nicht weh. Es ist wie wenn du hochkommen wirst. Das ist immer wie wenn ich sage, du fährst jetzt, pass auf, dass du das vorstellen kannst. Wissen die meisten, du nimmst ein super teures Auto, einen ganz großen Mercedes und du fährst auf der Autobahn 260 und du sitzt hinten drin und wenn du nicht auf dem Dach ausschaust, meinst du fährst bloß 80. Und dann kriegst du Energie mit. Und was wir jetzt noch schön machen,
Jetzt, ich wollte jetzt erst, ich habe normalerweise früher so kleine Lieder, lasst uns da mal reinhören, das ist also das Erste, was sehr, sehr schön ist. Kennt ihr alle aus die Updates? Machen jetzt vielleicht, wenn einen anderen Sinn? Und zwar ist es interessant, zuerst einmal, achtet einmal auf den Namen, Zimmermann. Das ist so das Erste, was ich gelernt habe. Z, die Geburt im Meer ist ein Mann. Jeder Moment kommt aus euch und ist von Seiten ohne vom Anbeginn schon in euch drin. Du brauchst das Programm, um es zu entfalten. Und immer wieder das Reden, der ist ja, der hat die Musik gemacht und hat es reingestellt. Das denkst du dir und jetzt aus, so spannst du um dich herum Raum und Zeit auf, bloß dass du jedes Mal deine Schöpferfähigkeit an anderen zusprichst. Was ist Goethe? Was war der jetzt die ganze Zeit? Nicht. Das Wort Goethe listet dir einen Wissensspeicher aus, den du hast. Und der Goethe, den du dir ausdenkst, den wirst du formen in dir. Und wenn du sagst, das war ein großer Dichter fast, dann ist der Goethe, den du jetzt im Moment erschaffst, ist ein großer Dichter fast. Wenn du sagst, das ist ein Metzgermeister gewesen in Chemnitz, dann war es ein Metzgermeister in Chemnitz. Das ist schlichtweg. Das heißt, alles, was einer weiß, den du dir denkst, der weiß es, weil du dir denkst, dass es weiß. Und umso mehr dir das klar wird, kriegt man natürlich auch Angst vor sich selber und muss dir keine Gedanken machen, das sind viele Schutzmechanismen, dass du kein Chaos anrichten kannst. Und jetzt, da ich euch ja da ein bisschen Zeichen gegeben habe, drehen wir das jetzt ein wenig rum. Das sind auch Lieder, die ich schon gebracht habe, aber das ist jetzt gespiegelt. Das sind jetzt praktisch Lieder, jetzt machen wir den Herbert Grönemeyer. Aber jetzt lasse ich mich ja mal von euch besingen. Und auch immer wieder, ich habe, glaube ich, ein paar Mal schon erwähnt in einem Interview, Grönemeyer im Interview die Geschichte, wo die Journalistin ihn fragt, wie er auf diese tollen Texte kommt. Und er sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ich sitze da und dann fällt mir plötzlich ein, zum Beispiel, liebe mich wenig, aber liebe mich lang. Und dann denke ich mir, das ist schön, das schreibe ich hin. Jetzt fragt euch einmal, wer Ihnen das zugeschrieben hat. Ich sage immer wieder, seit ich jetzt das erkannt habe, dass ich das ja schreiben und machen lassen kann, kommt aber immer, zuerst einmal aus dir, und ich kann nicht sagen, habt ihr nicht begriffen, dass der Tempel Gottes in dir ist. Und wir fangen an, das singt jetzt ihr für mich. Und jetzt einmal genau zuhören, jetzt mit Holofeeling, ohne dass ihr müsst nicht groß auffächern. Vielleicht beschreibt es das Gefühl, wo jetzt du Geistesfunken ansatzweise erkennst, das Gefühl wird hier nämlich besungen. Ja, dann machen wir es anders so schnell.
Ja, auch der Safari. Sorry, bin total durcheinander. Die kann er natürlich, gute Idee. Aber ich glaube nicht, das macht er, ist ja gut gelaufen. Das Internet ist weg. Hat wieder noch einen Schaltertrick. Drum, freilich, Netzwerk, kein Internetzugriff. Lass mal es gut sein. Seht ihr, so viel zu eurer Treue. Sofort ein bisschen, ihr werdet ein bisschen warm und sofort wieder lasst ihr mich fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist das Einzige, was ich normalerweise überhaupt auch nehme, weil da habe ich Spaß dran. Das ist ein bisschen besser. Die müssen Thank you.